brauche noch ein bisschen. Ich habe hier eine Fehlermeldung auf Facebook. Mal schauen, ob sich das behebt. Jetzt sind wir live. Einen schönen guten Abend zu einem weiteren DFA-Gastkuratorinnen-Talk. Heute mit Thomas Schirmböck. Ich freue mich, heute Klaus Elle vertreten zu können, denn wir gehen einer ganz interessanten Frage nach. Und bevor wir zu dieser Frage kommen, die Thomas Schirmböck zu seiner Auswahl inspiriert hat, einige Informationen zu unserem Gastkurator. Thomas Schirmböck hat in Heidelberg Kunstgeschichte, politische Wissenschaften und Geschichte studiert und gleich nach dem Studium rückte die Fotografie ins Zentrum seiner beruflichen Tätigkeit. Er hat Praktika bei FC Gundlach und Rudolf Kicken absolviert. Ab 1996 hat er dann die Fotogalerie Alte Feuerwache geführt. 2005 ging es dann zu den REM-Museen nach Mannheim. Dort hat er dann C4 initiiert und diesen Ausstellungsort für Fotografie bis 2022 geleitet. Und jetzt ist er, wie er es sagt, Free Agent. Und ist zwischen dem Kuratieren von Ausstellungen und Fotobüchern unterwegs. In seinem Statement betont er nochmal, dass für ihn eine Ausstellung mehr als einen ästhetischen Genuss zu bieten sollte, dass man auch mit einer Erkenntnis oder einem Wissen nach Hause geht. Und dass Kunst für ihn auch immer soziale Relevanz haben sollte. Ich fand es sehr interessant, sein Curatorial Statement durchzulesen, denn er hat dort drei Fragen gestellt, die ich jetzt noch mal kurz zitiere und dann können wir vielleicht diese Fragen noch mal etwas konkretisieren. Schauen Fotografinnen anders auf die Welt? Wenn ja, was macht den weiblichen Blick aus? Und bezüglich der ausgewählten Bandbreite, die wir heute Abend vorstellen, trägt diese Auswahl überhaupt so? Ich höre die Fragen, kann sie aber noch nicht beantworten. Vielleicht können wir das gemeinsam im Gespräch. Als ich das gehört habe, habe ich erst mal innegehalten, musste bisschen schmunzeln. Es hat mich etwas erinnert an das Bücherregal meiner Eltern. Da befand sich ein Buch, Meine Frau, das unbekannte Wesen. Es gab auch Mein Mann, das unbekannte Wesen. Und jetzt ist es ja so, dass Thomas Schirmböck ja Jahrzehnte Erfahrung hat im Umgang mit Kunst und mit Fotografie. Und ich habe mich dann gefragt, seit wann stellt er sich denn die Frage? Und die Frage ist ja auch erstmal so hypothetisch, schauen Fotografinnen anders auf die Welt? Und dann war sie aber so als Hypothese ja erstmal beantwortet. Ne? Also wenn ja, was macht den weiblichen Blick aus? Der wurde dann ja auch gesucht in Kuratieren unserer Portfolios. Und dann der Abschluss, ich höre die Fragen, kann sie aber noch nicht beantworten. Das heißt, da scheint dann die Hoffnung der Lösung dieser Frage kurz bevor zu stehen und vielleicht dieses heute Abend ja, auf den Punkt zu bringen. Deswegen gebe ich jetzt erstmal das Wort zurück an unseren Gastkurator Thomas Schirmböck, um diesen Ansatz und den Hintergrund uns noch mal ein bisschen zu erläutern. Vielen Dank, Boris. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Insbesondere die Fotografin, das ist natürlich der Kern von dem Ganzen. Ich bin kein großer Theoretiker.
Ich habe zwar ein großes Erkenntnisinteresse und das verbeißt sich an der einen oder anderen Stelle dann in die Themen, die mich sehr stark interessieren. Ich bin aber kein Theoretiker, sondern ich bin als Kurator, als Mensch, der sich mit Fotografie beschäftigt, der Fotografinnen und Fotografen aussucht und ihr Werk an die Öffentlichkeit zu bringen, bin ich ziemlich stark von meiner Intuition geleitet, viel stärker als von dem theoretischen Hintergrund, den ich als Kunsthistoriker erworben habe. Dennoch ist dieser Hintergrund natürlich wichtig und bildet ein Gerüst für das, was ich verstehe. Und als ich die Anfrage bekommen habe, ob ich als Gastkurator für die DFA tätig sein will, saß ich vor dieser schier unübersehbar großen Menge von Bildern. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Bilder letztendlich genau eingestellt sind auf die Website der DFA. Es sind vermutlich Tausende. Ja. Und es ist nicht so einfach, sich da durchzunavigieren. Also wenn ich im Archiv eines Fotografen oder einer Fotografin arbeite, dann geht das schneller. Muss ich nicht jedes Mal zurückgehen, eine neue Serie aufmachen und so weiter. Die Internetverbindung ist anders. Deswegen habe ich angefangen, mir eine Sammlung anzulegen. Und in dieser Sammlung waren am Anfang nicht lauter Frauen drin, sondern das hat sich dann einfach im Lauf der Zeit ergeben, bis ich dann irgendwann, glaube ich, bei 9 Frauen und einem Mann war. Und dann habe ich mir gedacht, naja, den kann ich jetzt auch noch rauslassen. Und jetzt, wie komme ich denn dazu, dass ich jetzt hier an dieser Stelle 9 Frauen ausgesucht habe? Was ist denn das verbindende Element? Und dieses verbindende Element konnte ich so erstmal nicht erkennen. Jenseits dessen, dass es eben 9 und dann eben 10 Frauen war. Und daher kommt auch die Frage. Es ist tatsächlich so, das ist nicht irgendwie gemeint, dass ich sage, ich weiß nicht so ganz genau, und um mich interessant zu machen, sondern ich weiß es tatsächlich nicht, was das ist und ob es das gibt. Weil wir ja auch so verschieden sind. Und ich bin nun mal alles Mögliche, aber ich bin auch keine Frau. Und ich kann mich zwar gut in andere Menschen hineinversetzen, aber ich traue mir nicht zu, da auf diese Frage so eine Antwort zu geben. Und deswegen war das, dass ich hoffe, dass man das in einem Gespräch machen kann und euren Standpunkt als Fotografin an der Stelle auch abholt und die Unterschiedlichkeit eurer Ansichten zu dem Thema oder zu der Frage einholt, dass es das möglicherweise ein Stück näher an die Antwort bringt. Dass es grundsätzlich der weibliche Blick irgendwie ein Teil einer feministischen Theorie aus den 80er und 90er Jahren ist, ist mir schon klar. Also die Frage habe ich ja nicht erfunden, aber genau, Punkt. Dann steigen wir nochmal einfach ins Thema ein. Ich würde jetzt nochmal kurz aufblättern, woher das überhaupt kommt als Begriff, was man darüber sagen kann. Und dann würde ich unseren Fotografinnen gerne das Wort überlassen, die, glaube ich, dazu besser in der Lage sind als wir. Und fangen wir mal an mit der Geschichte. Ich bin ja als jemand, der Philosophie studiert hat, jemand, der Neugierde hat, woher kommt der Begriff, was hat er für eine Geschichte? Und der Female Gaze war erstmal eine Antwort auf einen Begriff Male Gaze. Der wurde von einer britischen feministischen Filmtheoretikerin Laura Mulvey 1941 geboren, in einer Publikation 1975 Visual Pleasure and Narrative Cinema geprägt. Und da ging es um den Film, es ging um das Hollywood-Kino der 30er und 50er und die Rolle, die Frauen in diesen Filmen spielten. Und die waren in diesen Filmen immer ein Objekt der Begierde, sie waren passiv. Und die Filmtheoretikerin hat zwei Rückgriffe gemacht, einmal auf Freud, auf die Theorie der Skopophilie, das ist ein Vergnügen, angeschaut zu werden und auch selber zu schauen. Und eine Theorie von Lacan über einen narzisstischen Blick in einen Spiegel. Wozu sie dann gekommen ist, worin dieser männliche Blick besteht, ist, dass der ganze Film diesem männlichen Blick gedreht wurde und alle Zuschauer, ganz egal was für eine Geschlechtszugehörigkeit,
in diese männliche Betrachtungsweise hineingezwungen werden. Das heißt, einem weiblichen Zuschauer oder jemand, der sich andersgeschlechtlich definiert, wird eine Eigenidentität abgesprochen. Es gibt nur diese männliche Perspektive und da ist die Frau eben passiv und ein Objekt der Begierde. Das ist natürlich erstmal ein Problem. Das ist sehr stark auch heterosexuell definiert. Da werden andere sexuelle Ausrichtungen oder geschlechtliche oder Definitionen noch gar nicht berücksichtigt. Wir sind hier auch in den 70ern. Was sich dann davon auch abgeleitet hat, war dann die Frage, wie könnte denn so ein Female Gaze aussehen? Und da gab es dann verschiedene Dinge. Es gab einmal innerhalb der Filmgeschichte, dass man gesagt hat, wir machen jetzt Filme für Frauen, das sind diese Chick-Flicks. Da wurde die Perspektive aber einfach nur rumgedreht. Da war dann der Mann das Objekt der Begierde und geändert hat sich eigentlich nichts. Was ich ganz interessant fand innerhalb der Recherche, war dann eine Filmemacherin, Joey Soloway, die 2016 einige Möglichkeiten definiert hat, wie so ein Female Gaze aussehen könnte. Und das war einmal Feeling Camera, das heißt, die Gefühle sind wichtiger als die Action. Gazed Gaze, das heißt, man zeigt, wie es sich anfühlt, Objekt eines Blickes zu sein. Und dann Returning the Gaze, das heißt, ich sehe dich mit deinem männlichen Blick, wie du mich siehst. Mach das transparent und leg es auf den Tisch. Das ist so der kleine Rundumschlag gewesen über die Geschichte Male Gaze und Female Gaze. Und vielleicht jetzt eine Frage in die Runde. Hat hier jemand etwas an Definitionen beizufügen, was da überhaupt nicht berücksichtigt wird? Tatsächlich hätte ich da noch was beizusteuern, nämlich es gibt eine neuere Theorie von Braha L. Ettinger. Ich weiß nicht, ob ihr mit der vertraut seid. Und sie baut, es gibt ja den Phallic Gaze und the Phallic in der Psychologie und Philosophie. Und sie hat quasi das Gegenstück dazu aufgebaut und formuliert, the Matrixial Gaze. Und das ist eigentlich eher was inhärent Weibliches, nicht biologisch, aber psychologisch. Und ich habe gerade mal den Artikel geöffnet. The Matrixial Theory formulates aesthetics and artistic creativity in terms of witnessing, compassion, wondering and fascinance, as well as ethics of witnessing, responsibility, respect, compassion and care. And the passage from co-responsibility to responsibility and from compassion to compassion. Das ist eine ziemlich komplexe Theorie, die man eigentlich nicht anhand von wenigen Sätzen erklären kann, aber sie sieht das eben auch eher als was, das viel mit Empathie und Emotionen zusammenhängt. Und also es ist wahnsinnig spannend. Gibt es noch andere Impulse, was für dieses Thema noch nicht ausgesprochen wurde? Ich würde an der Stelle gerne nochmal betonen, dass dass dieses Thema natürlich nicht mit der Erfindung der Fotografie beginnt, sondern dass es deutlich älter ist. Und dass man mindestens seit Artemisia Gentileschi irgendwie den weiblichen Blick in der Malerei ganz, ganz hochwertig haben. Die hat ein ziemlich dramatisches Schicksal hinter sich und hat die Erfahrung, wie sie als Frau in männlichen und durchaus gewaltbereiten Umgebungen erfahren musste, hat sie ästhetisch und formal ganz wunderbar übersetzt und gelöst. Dass sie mehrere Jahrhunderte so gut wie vergessen war und jetzt eigentlich erst in der dritten Viertel des vergangenen Jahrhunderts wieder als große Künstlerin entdeckt worden ist, passt ja da dazu auch. Das ist so eine Parallele dazu, würde ich mal sagen. Aber das ist natürlich ein viel älteres Thema. Nur die Fotografie ist ein jüngeres Medium, deswegen hat sie das noch nicht so lange. Was ich mir auch überlegt habe, war, ob die Frage nach dem weiblichen Blick überhaupt als solche nicht zu unscharf formuliert ist.
Ja, also wir haben bei uns, um die Portfolios auch besser sortieren zu können, ja für bestimmte Keywords aufgemacht. Zum Beispiel auch die Herangehensweise, ja, oder das Ziel oder die Thematik. Wäre das etwas, was sinnvoller wäre zu untersuchen? Gibt es dazu irgendwelche Positionen unter euch? Spielt das eine Rolle? Oder ist das nur Theorie, die mit der Praxis nichts zu tun hat? Läuft parallel, würde ich sagen. Nicht unbedingt das eine, bedingt nicht unbedingt das andere. Und es ist, ich finde es auch so wahnsinnig relevant, den Erstimpuls, ich fand den Aspekt der Intuition, Thomas, total wichtig. Und der ist Erstimpuls. Die Theorie kommt viel später, dann, wenn man an den Kern, also zumindest bei mir, wenn man an den Kern des Werkes gerät und das Werk dann einordnet. Aber dieses intuitive, körperliche, ich dachte bei diesem Satz, ich sehe dich mit deinem Blick, dann ist man so unfrei. Dann ist das ja ein sowas wie ein Anti-Blick. Aber wenn ich ganz bei mir bleibe und aus meinen tiefen Erfahrungen und Wurzeln agiere, dann würde ich gar nicht unterscheiden in, da stimme ich dir zu, Boris, in weiblich und männlich. Ich habe der Frage auch nicht lange mich jetzt, seit die durch dich, Thomas, auf den Tisch gekommen ist, mich wirklich immer wieder damit beschäftigt und die auch diskutiert. Und ich finde den Aspekt der Intuition und der Wahrhaftigkeit, der Verwurzelung des Themas in mir von Relevanz. Und wird sogar so weit gehen, dass ich die Weiblichkeit beim Eindringen in männliche Themen, wie ich das manchmal tue, sei es die Männercafés oder sei es Bankerwelten, oder dass ich die sogar als Vorteil nutze, als Türöffner, als Möglichkeit, dieses Thema überhaupt zu bearbeiten. Das wäre dann ein Unterschied in der Arbeitsweise, in der Herangehensweise. Na, einfach allein in der körperlichen Präsenz. Also wenn ich als Frau dort stehe und den Blick auf diese Männerwelt richte, werde ich anders akzeptiert aus meiner Erfahrung heraus als ein Mann. Ich glaube, dass ein Mann die Serie Beyond nicht hätte fotografieren können. Das Eindringen in diese männliche, ich will es jetzt Parallelwelt nennen, nicht zum Gelingen hätte bringen können. Vielleicht nehmen wir das einfach als Anlass, um diese Arbeit mal reinzugehen. Wir möchten ja auch die 10 Positionen, die ausgewählt worden sind, mit der Arbeit heute Abend besprechen und vor dem Hintergrund dieser Frage zu untersuchen. Dann mache ich einfach mal hier die Auswahl auf und dann springen wir erstmal zu Loredana, weil wir da jetzt ja auch schon thematisch sind. So. Ja, Thomas und Loredana, jetzt überlasse ich euch das Wort zur Arbeit Beyond. Vielleicht hast du noch Fragen an Loredana, Thomas? Na, bevor ich Fragen an Loredana sage, würde ich auch gerne bei dem Bild sagen, oder würde ich gerne sagen, was mich an der Serie auch einfach berührt hat. Das ist dieses Zusammentreffen von dabei sein und nicht dabei sein, diese Grenzsituation. Und diese Grenzsituation, die wird für mich durch diese Fenster und durch die Türen und durch die Einblicke, aber auch und durch die Mauern einfach ganz wunderbar übersetzt. Man hat immer eine Barriere zu den Dargestellten. Und in diesem Fall
kommt noch dazu, dass dieses Schuhregal was hat, was an so einen Weinflaschenkühlschrank erinnert, irgendwie in meiner. Und das ist einfach, das ist eine ganz wunderbare, das, ich finde das einfach eine ganz wunderbare Aufnahme. So, das ist das, was mich daran angesprochen hat. Ich finde, es ist eine sehr sensible Aufnahme. So, und das ist auch was, was jetzt mal wirklich alle Bilder, die ich ausgesucht habe, miteinander verbindet. Alle Bilder haben etwas in mir zum Klingen gebracht, sonst hätte ich die nicht ausgesucht. Also vollkommen egal, ob das bei Dörte Eisfeld, dieses zart gebogene Papier war, wo ich einfach Lust habe, es anzufassen, wenn ich es nur sehe. Und eines der großen Geschenke, wenn du Kurator bist, ist, dass du die Fotografien anfassen kannst, dass du das Vergnügen hast. So, und bei Marlene Schnelle-Schneider war es diese, ich habe mal eine große Ausstellung über Julius Schulman gemacht und die Fotografie von ihr und die Fotografie von Julius Schulman ist einerseits in der gleichen Zeit entstanden und es gibt da aber auch eine ganz große Verwandtschaft in dem, wie sie Bilder zusammengestellt haben und wie sie den Zeitgeist und die Eleganz und Gegenwart einer Epoche, die 65 Jahre her ist, irgendwie übersetzt haben und aber trotzdem irgendwie in ihrer Schönheit irgendwie immer noch da sind. Und das könnte ich jetzt einfach schlichtweg bei jeder einzelnen Arbeit sagen, dass die Arbeiten alle eine ganz große Signifikanz haben für mich und dass sie was mit mir gemacht waren und das gemacht haben. Und das ist sowieso das, was für mich einen Unterschied macht bei Bildern. Ja. Vielleicht bleiben wir einfach bei dem Bild von Marlene, weil wir es jetzt auch schon angesprochen haben. Marlene, hast du damals in den 50er Jahren, als du diese Arbeiten fotografiert hast, das Gefühl gehabt, das, was du machst, unterscheidet sich von deinen männlichen Kollegen? Wie war das? Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich hatte keine männlichen Kollegen. Ich hatte männliche Kollegen in dieser Werbeabteilung bei Braun. Alles, was Grafik, Industriedesign, Auftraggeber war männlich. Hm. In der fotografischen Abteilung waren 3 Frauen. Und wir hatten ziemlich klare Aufgaben, also Vorstellungen. Klischee-Retusche war verpönt, also man muss sich immer 1956, das ist ja original eine Farbaufnahme, vorstellen. Und das war natürlich zunächst ein technisches Problem, das war unser Atelier und da sollten möglichst viele dieser Geräte präsentiert werden. Das ist verschiedentlich auch für Titelbilder für die Kataloge verwendet worden. Aber es war so, dass dir selber überlassen war, wie du das arrangiert hast, wie du es beleuchtet hast und dann technisch wurde natürlich von dir erwartet, dass das in Farbe einwandfrei druckbar war. Ne? Aber es war innerhalb des Fotoateliers eben eine reine Weiberwirtschaft. Ob das nun diese Reflexion zu der Zeit hatte sie ganz bestimmt nicht. Theoretische Reflexionen sind bei mir viel, viel später gekommen. Ich habe ja ein Zweitstudium gemacht und dann in den 70er Jahren und so. Das war eine ganz andere Nummer. Aber dort, 1956, gab es auch keine Vorbilder, jedenfalls nicht dafür. Und ja, man, das war eben ein Versuch, diese im Grunde genommen etwas merkwürdige Situation der verschiedenen Radio- und Fernsehgeräte mit den Möbeln im Stile unserer Zeit damals. Das war ja eine total neue Bewegung und die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gestaltung in Ulm, die theoretischen Impulse gab, waren auch alles Männer. Aber wie gesagt, innerhalb des Ateliers
waren wir nur Frauen. Und darüber, um deine Frage nochmal konkret zu beantworten, war keine Sekunde der Gedanke, ob es eine weibliche Interpretation oder ob es speziell eine Intuition gab, das auf eine eigene Art zu realisieren. Vielleicht ist das auch ein guter Moment, mal ein Feedback von Facebook mit reinzuholen. Wir haben hier eine Zuschauerin, Elke Werri, die sagt, der weibliche Blick ist in der Tat ein vollkommen unscharfer Begriff. Und ihr Lieben, es gibt keinen weiblichen Blick. Frauen sind auch nicht sensibler und auch nicht intuitiver. Das ist eine Falle, diese Grätsche aufzumachen. Wo können wir aufhören? Könnten wir aufmachen? Wir Wissen wir könnten es endlich? Auch einfach mal die 10 Positionen jetzt der Reihe nach weiter durchgehen und gucken, was sich dadurch noch aufmacht. Wenn das okay ist, ja, für dich, Thomas, Wenn dann. ich eine kurze Bemerkung machen darf, das war eben auch eine tolle Zusammenarbeit mit den männlichen Auftraggebern, wenn man so will. Das war überhaupt nicht ja, ein Chef-Ausführer-Verhältnis oder was weiß ich. Das war wirklich eine sehr, sehr gute und inspirative Zeit, muss ich sagen. So habe ich sie in diese ersten 3 Jahre, das muss ich immer dazu sagen. Das ist 55 bis 58. Ja, was ich spannend finde, ist, dass wir heute Abend ja wirklich viele verschiedene Generationen mit Erfahrungen aus verschiedenen Zeiten haben. Und ich glaube, was jetzt auch die nächste Position betrifft, ist es wieder auch eine ganz andere Erfahrung. Ja, Johanna Jackie Beyer ist ja seit vielen Jahren Transfrau und auch als Regisseur im Bewegtbild unterwegs. Jackie, die ganzen Dinge, die ich da vorhin mal zusammengefasst habe, spielt das für dich eine Rolle innerhalb der eigenen künstlerischen Produktion? Ist Jackie denn noch da? Ja, also ich hoffe, ich bin noch da. Ja, wir hören dich, ja. Also hier heißt es zwischendurch, also ich bin im Hotel, weil ich in Lüneburg gerade bin und arbeite noch und muss auch morgen noch drehen. Also ich komme gerade erst aus dem Studio und muss morgen früh wieder ins Studio. Und es gibt keine, also er hat besonders gute Internetverbindung, aber wenn es funktioniert, ist es ja schön. Also, Ja, für dich. ich meine, dass es da Unterschiede gibt, das ist nicht nur ein Gemeinplatz. Ja? Also das könnte ich jetzt natürlich irgendwie aus der eigenen Erfahrung heraus erzählen. Das wäre aber sicherlich zu lang für das Format jetzt. Ne? Das wäre, also ich meine, es gibt ja verschiedene Ebenen, auf denen man das ansprechen kann. Also es ist jetzt auch nicht so eine Frage, also für mich ist es nicht eine Frage, die dahin geht. Oder nein, ich erzähle es mal andersrum. Sicherlich gibt es diese Unterschiede und wenn ich wenn es nicht einen weiblichen Blick gäbe oder eine weibliche Subjektivität, um das mal ein bisschen weniger pointiert zu formulieren, die sich irgendwie in Bildern materialisiert, dann gäbe es auch nicht sowas wie das Frauenfernsehen zum Beispiel, ja, für das ich im Moment ja dann auch drehe. Also wenn ich Rote Rosen drehe, ist das im Wesentlichen, richtet sich das ja an ein bestimmtes Publikum. Und dieses Publikum ist in der Regel weiblich und es ist älterer, es ist eher die ältere
Generation, also es ist eigentlich, ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen nicht genau, die Zielgruppe ist also eher, sagen wir mal, oberhalb der 30, 35 und die Leute, die hier die Protagonistinnen sind, sind auch alles Frauen in höherem Alter, also die Kinder sind aus dem Haus oder sind gerade schon halbwegs erwachsen werden und so weiter. Da gibt es ja durchaus Unterschiede und das ist auch irgendwie eine gewünschte, ein gewünschtes Set, dass man also eine, ob man mag dazu jetzt stehen, wie man will, ob jetzt ideologiekritisch oder sonst wie. Es ist natürlich eine gewünschte Umwelt, ja, eine gewünschte Welt, die präsentiert wird, in der weibliche Themen eine Rolle spielen, in der auch in gewisser Weise auch die Kameramänner, meistens Kameramänner sind, spielt es auch eine Rolle, dass sehr viele der Regisseurinnen weibliche Regisseurinnen sind. Das ist auch gewünscht. Und da muss es ja also dann Unterschiede geben. Also jetzt mal rein phänomenologisch betrachtet. Also nicht phänomenologisch kann man jetzt auch nicht sagen, so von der Institution her betrachtet. Wenn das so gewünscht ist, dann gibt es diesen Blick. Ne? Dann ist das irgendwie, dann ist das ja erfahrbar. Das ist eine Ebene, auf der man das sehen kann. Auf einer anderen Ebene, ich tue mich damit schwer, jetzt irgendwie mit dem ausgewählten Foto jetzt einen ausgesprochen weiblichen Blick zu assoziieren. Das wird mir sehr leicht so ein bisschen seifig am Boden, da rutscht man leicht drauf aus, wenn man das, also wenn man da jetzt versucht, irgendwie das Weibliche an dem Blick irgendwie zu definieren, denke ich mal. Vielleicht geben wir das Wort einfach mal an Thomas und lassen ihn auf das bereits Gesagte reagieren. Gut, ja, okay. Ja, Jackie hat ja vor allem auf ihre Erfahrungen mit bei Film und Fernsehen reagiert und auf die Bedürfnisse der Kundschaft. Ne, also so habe ich das jetzt wahrgenommen, dass die Perspektive, die du da eingenommen hast, häufig die Perspektive der Betrachterin ist, die deine Arbeit ansehen. Das ist ja jetzt nicht, da könnte man natürlich sagen, das ist der, die gucken das an, weil das der genuin weibliche Blick ist, aber es könnte auch sein, dass ein genuin weiblicher Zuschauerblick an der Stelle bedient wird, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich verstehe mich darauf nicht, das ist was ich einfach überhaupt nicht beantworten kann. Aber ich kann sagen, was mich an dem Bild angesprochen hat. Ich mag die Serie sehr gern, weil sie etwas erzählt aus dem Leben von Jackie, das ist das eine. Und weil es zum Zweiten was aus dem Leben von den Frauen erzählt und weil das ein ganz gerader Blick ist. Das ist der Blick erhebt sich nicht, sondern der Blick nimmt die so wahr, die Transsexuellen in der Bar, wie sie so offen, wie man das irgendwie, glaube ich, einfach nur machen kann. Und das ist etwas, was eine große Qualität ist. So. Ja, das trifft es sicherlich eher. Ne? Das trifft es. Das geht dann auch in eine Richtung, um jetzt mal von diesen Fernsehgeschichten wegzukommen. Das ist immer leicht, wie gesagt, man rutscht leicht drauf aus. Das trifft es auch tatsächlich. Das ist da ich ja auch die Erfahrung des eines männlichen Blicks gemacht habe, obwohl ich den nie haben wollte, bin ich ja trotzdem irgendwie auch eine gewisse Zeit meines Lebens männlich sozialisiert worden. Und ich also musste ja zumindest den Mann mindestens auch spielen können und überzeugend spielen können, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so alt geworden.
kann ich also sehr definitiv sagen, dass es auf einer bestimmten Ebene mit Sicherheit ganz große Unterschiede gibt in der Wahrnehmung, die allerdings für mich jetzt nichts damit zu tun haben, ob man das jetzt also positiv belegt, ja, also mit diesen ganzen Empathie-Geschichten und so weiter, da, das ist alles sehr schön, das finde ich aber auch alles sehr, sehr, es geht mir nicht tief genug. Ne? Es ist mir auch irgendwie zu high-detail, muss ich sagen. Also auch wenn es irgendwie eine großartige Theorie sein mag. Aber es ist dann eben auch die Frage, was ist mit weiblicher Lust, mit weiblichem Begehren, mit weiblichem Hass und so weiter. Wie drückt sich in der aus? Ne? Der drückt sich natürlich auch irgendwie aus oder drückt sich auch anders aus als männlicher Hass. Davon gehe ich dann schon auch aus. Ne? Aber das wäre dann für mich, also es ist nicht so, dass dann im weiblichen Blick immer nur das Gute und Erhabene und Schöne und das Zarte und so wäre. Das ist eine sehr konservative Sichtweise, wie ich finde. Naja, es ging ja nur um das eine Bild und nicht um das Generelle. Ne? Richtig. Das ist völlig richtig. Ich bin vielleicht auch ein bisschen unkonzentriert, aber es ist bei diesem Bild, wie auch bei den anderen Bildern, kann man vielleicht irgendwie den Unterschied darin sehen, weil das, ich kenne natürlich auch, weil ich in dem Gewerbe gearbeitet habe, kenne ich natürlich auch jede Menge junge Männer, die da reingekommen sind und irgendwie sich, wer weiß was, haben spendieren lassen, beziehungsweise spendieren wollten oder auch nicht, jedenfalls dann immer irgendwie auch einen Film für Arte drehen wollten über das Schicksal der armen transsexuellen Prostituierten oder eben Leute, die ganz lange immer schon irgendwie fotografiert haben und dann mal eben bei den Perversen reingeguckt haben. Das gibt es natürlich und das ist ein Blick, der sich auf Macht aufbaut. Ja? Also der wirklich sehr stark, also wo ganz stark zu bemerken ist, dass das Visier nicht aufgeht. So versuche ich mir das immer zu erklären, also weil ich ich finde das ja auch vollkommen uninteressant, wenn ich auf jemanden runtergucke. Warum soll ich die fotografieren? Jackie, das entspricht ursprünglich. Jetzt heißt es schon wieder, dass es. Das Gaze, ja. Ja, also, der Macht ausübt. Sorry. Kannst du mich jetzt hören? Jackie? Ich verstehe im Moment leider gar nicht. Jetzt hören? Du bist gut zu verstehen, Boris. Gut, also die Definition entspricht ja auch der ursprünglichen Definition dieses männlichen Blicks, der Macht ausübt. Ich fand es interessant, dass du gesagt hast, du hast eine Erfahrung aus verschiedenen Welten, die das Thema nochmal anders ergänzen und würdest dann diese Definition des Unterschieds eher bestätigen. Vielleicht gehen wir mal weiter in die andere Position und sammeln nochmal andere Eindrücke, bevor wir dann weiter ins Detail gehen. Ja. Ja? Also wir hatten dann hier Loredana. Loredana hatte gar nichts gesagt zu ihrer Arbeit. Und wir hören jetzt zu, was sie zur Arbeit zu sagen hat. Was mich gereizt hat, nachdem ich Underground fotografiert hatte, Menschen in U-Bahnen, einerseits in einen Bereich zu gehen, der sich mit meiner Nachbarschaft, mit der unmittelbaren Nachbarschaft beschäftigt. Auf dem Weg zum Atelier und zurück gab es diese Orte, die sich verhüllten und die dem Blick keinen Einlass gewährten, in Kreuzberg, Neukölln, an jeder Ecke. Und dann interessierte mich der Aspekt, du hast es Dabeisein, Nicht-Dabeisein genannt, Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit, in der Fotografie mit etwas zu spielen, was nur angedeutet wird und nicht gezeigt. Dieser Aufzug voller Schuhe, ich habe das wie einen Aufzug empfunden, in den ich einsteige. Ich hatte immer das Gefühl, man fährt dann hoch mit diesen Schuhen oder runter. Und niemanden zu sehen, aber zu wissen, dass da 20 Männer sich hinter diesem Milchglas aufhalten, das war ein Spannungsbereich. Dann die Nacht, in der Nacht zu arbeiten, das Spiel mit Neugierde und natürlich diese Frage, also
der Urkick kam aus einem Erlebnis. Ich war 12-jährig im Iran und dort die Trennung der Geschlechter. Es gab Räume für Männer und Räume für Frauen. Ich war 6 Monate dort und fand es viel spannender, in die Räume für Männer immer wieder reinzugucken. Rauchend, was passiert dort? Was ist dort für eine andere Energie als bei uns, den Frauen? Und das war der erste Impuls, sich mit dieser Geschlechtertrennung. Und nachdem ich 10 Monate diese Außenaufnahmen fotografiert hatte, wurde erst in mir der Gedanke reif, jetzt möchte ich an die Männer herantreten und sie genauso porträtieren, ich als Frau und kulturell anders aufgestellte draußen und sie drinnen und das Porträt im Allgemeinen reflektieren. Kann ich überhaupt jemanden erreichen? Die Frage nach der Fremdheit. Sind das Sinnbilder für Fremdheit? Was ist es, wenn ich an der Oberfläche, diese Membran, die diese zwei Welten trennt, auch gerade in den Porträts, die etwas nur andeutet? Mir hat das total gefallen. Ich fand das auch so haptisch, also auch nicht sprechen zu können, alle Regeln des Porträts zu brechen. Als Autodidaktin habe ich versucht, natürlich über die viele Betrachtung anderer Arbeiten zu lernen und dann aber auch zu gucken, wo kann ich in einen Bereich eintauchen, der vielleicht ganz meiner ist, losgelöst von den Vorbildern. Und diese Porträts hatten was Verrücktes. Die saßen dahinter. Ich musste an die Scheibe klopfen, zur Kamera rennen, auslösen, Großformat. 5 Sekunden Belichtungszeit, wieder zurückklopfen und dann durfte er sich wieder bewegen oder atmen. Und dieses Nonverbale, der sitzt dahinter, wir können nicht miteinander reden, er gibt mir sein Bild, ich sehe ihn durch diese Verhüllung. Ich habe immer gesagt, das ist die Verschleierung des Mannes. Und ich erinnere den Moment, wo ich mit einem Bild zurückkam. Ich zeigte es Fatih. Der Fatih hat so einen Vorhang, einen ganz zarten Vorhang vorm Gesicht und wird fast ausgelöscht. In manchen Porträts ist die Individualität größer. Und er guckte ganz lange drauf, stumm, und sagte, das muss ich erstmal verdauen. Aber diese Porträts tragen den Namen und diese Porträts tragen eine Ortung und diese Orte zeigen jeden Fliegenschiss auf der Scheibe, aber das, worum es geht, nicht. Und das hat mich gereizt. Thomas, hast du da noch eine Frage an Loredana? Ja, habe ich in der Tat. Weil wir ausgegangen sind von dem davon, ob es den weiblichen Blick gibt. Ich meine, ich muss jetzt einfach mal so ganz platt und banal fragen, deine Fotografie, oder wenn wir jetzt bei dieser Serie bleiben, ist das etwas, was für dich etwas genuin Weibliches ist, mal jenseits dessen, dass du eine Frau bist, oder ist das Fotografie, Punkt? Ich bin Frau und ich agiere aus meiner, auch selbst aus der Lust, wenn ich hingehe und Nadelstreifen mache und die Anzüge der Männer um den Kopf drapiere, sie anfasse, sie zu etwas Neuem forme, das ist ja, dann berühre ich, dann, es ist ja mein Leben. Ich will etwas herausfinden, etwas über die Gesellschaft um mich herum. Ich unterhalte mich mit den Männern, die rauskommen aus diesen Orten. Ich bekomme von ihnen einen Tee und manchmal ein warmes Toast. Erlebe ihre Gastfreundschaft, ich reichere meine Tage an mit diesen Erlebnissen und mit der Fotografie und ich möchte über die Fotografie und ihre Grenzen nachdenken. Aber ich kann es nur als Frau, so wie du auch sagst, ich kann ja nicht, ich weiß ja nicht, wie es ist, eine Frau zu sein, sag ich. Ich kann nur als Frau fühlen und denken und sehe Arbeiten von männlichen Kollegen, die für mich sehr weiblich sind. Und du hast einen wichtigen Aspekt genannt, als du sagtest, ich will diese Arbeiten anfassen. Ja? Die Arbeit von Dörte, die löst in mir einen Impuls aus, etwas anfassen zu wollen, also haptisch
körperlich. Und ich freue mich über einen solchen Blick auf meine oder unsere Arbeiten. Weil es gibt auch den sehr analytischen und da bleibt manches auf der Strecke. Vielleicht gehen wir hier weiter, um die anderen Positionen noch anschauen zu können. Thomas, Loredana, ja? Mhm. Ja, klar. Unbedingt. Dann haben wir Birte. Vielleicht zur Einleitung ein kleines Erlebnis, was ich mit Birte hatte. Wir hatten vor 5 Jahren ein Residency in Lissabon mit anderen Fotografinnen, haben beide auch nachts fotografiert und Birte ist in Bereiche der Stadt gegangen, in die hätte ich mich als Mann nicht getraut. Ja, ich habe auch nachts fotografiert, aber das waren Gegenden, die haben auch die Leute in Lissabon als nicht unbedingt sicher angesehen. Und Birte war da ganz furchtlos. Und wenn man sich anguckt, in welchen Kulturen sie fotografiert hat, unter den irischen Traveller oder in Albanien, dann sind das doch eher männerdominierte Gefüge. Und vielleicht meine Eingangsfrage an Birte, hast du da keine Angst? Wieso machst du das? Was interessiert dich dran? Es ist unterschiedlich. Also eigentlich kommen die ganzen Themen aus meiner frühen Kindheit, Jugend und Erfahrungen, die ich gemacht habe und Fragen, die sich aufgeworfen haben und für die ich einfach keine Antworten gefunden habe und die mich nicht losgelassen haben. Also in Irland war das ein Roadcamp, was ich gesehen habe, was mich an die Roma-Camps meiner Kindheit erinnerte, wo ich immerhin abgehauen bin und mir von den Frauen die Haare habe flechten lassen. Und aus der Erwachsenenwelt nur Angst zu spüren bekam, dass ich da einfach so hingewackelt bin mit meinen blonden Haaren. In Albanien war das auch, ich kenne das seit meiner frühesten Kindheit, Jugend durch einen Klassenkamerad, diese Blutrache-Geschichten. Und mich hat das immer interessiert, wie können Menschen unter solchen Extremsituationen leben und was werden das für Menschen? Und in Lissabon hat es mich einfach daran erinnert, an meine Zeit, die ich in Nigeria gelebt habe. Und ich bin immer ziemlich furchtlos zu den, teilweise, also Nigeria wusste ich auch nicht, dass das eines der gefährlichsten Länder Afrikas ist, als ich damals mit Anfang 20 da hingegangen bin. Und es ist immer irgendwas, was mich interessiert, was mir Fragen aufwirft. Und so gehe ich auch als Fotografin vor. Ich höre eigentlich erst auf, an einem Thema zu fotografieren, wenn sich für mich die letzte Frage beantwortet hat. Thomas, hast du Fragen, Kommentare? Ich finde den Grundsatz von Birte, ich höre immer erst auf zu fotografieren, wenn sich die letzte Frage beantwortet hat, finde ich einfach großartig. Also muss ich mal sagen, das ist wirklich... das ist toll gesehen. Ich kann erst mal sagen, was ich an dem Bild mag. Das ist, die Serie ist sowieso großartig. Sie ist auch sehr populär oder ist es schon berühmt? Ich weiß es nicht. Sie wurde ja so oft gezeigt. Jedenfalls habe ich sie so oft gesehen. Und ich finde sie auch, sie ist beeindruckend. Es ist auch total interessant, wie du dich den Frauen und Mädchen näherst, finde ich, innerhalb der Serie. Und bei diesem Bild fand ich einfach faszinierend, dass das sowas, das ist erstmal eine sehr schöne Komposition, das ist das eine. Und dann hat man diesen Horizont, der so ja nicht kippt, aber dennoch kippt. Und dann diese Wäschespinne, die, auf der dieses, der arme, unglückliche Hase liegt, der es hinter sich hat. Da ist sowas aus dem Lot geraten, visuell. Oder im übertragenen Sinne. Das ist etwas, was mich einfach sehr angesprochen hat. Das ist ein ganz sehr sprechendes und feines Bild, wie ich finde. So, das ist das, was mir an der Arbeit von Birte aufgefallen ist.
es ist nicht nur die Furchtlosigkeit, sondern du musst ja auch an die Leute so rankommen. Also das ist das, was mich jetzt interessiert hätte, wie gelingt es dir, so dicht bei den Travelern zu sein, dass du die Mädels in dem Wohnwagen fotografieren kannst. Oder ich meine, die Männer mit den Hunden, die stehen so ein bisschen da wie festgeschraubt, ne? Also die haben dir gegenüber eine ganz andere Haltung als die Mädels, wie ich fand. Da scheint mir eine andere Brücke in den Bildern zu existieren. Das stimmt, das war mein größtes Handicap. Das war eigentlich das, warum ich so lange in Irland weiter fotografiert habe und jetzt heute auch wieder angefangen habe, nach 7 Jahren zurückzugehen und an der Arbeit weiterzuarbeiten. Das war dieses ganz strenge Rollengefüge der Traveler. Irgendwann war ich als Mensch akzeptiert. Die haben mir das einfach wirklich abgenommen, dass ich ein wirkliches Interesse habe und immer wieder komme. Und es haben sich Freundschaften entwickelt. Aber alleine dieses Bild mit den Hunden, das machen zu dürfen, das war ein Prozess von 3 Jahren, dass ich zu denen irgendwann sagen konnte, ja, wenn ich nicht mit auf die Jagd gehe, wie soll ich das denn fotografieren? Ich will als Fotografin mitkommen und nicht als Frau. Dann gab das eine riesen Diskussion in der Community, ob eine Frau jetzt wirklich mit den Männern mitgehen darf oder nicht. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, Birte, du hast recht. Du bist Fotografin. Wir nehmen dich mit. Und das hat aber 3 Jahre gedauert, bis ich an diesen Punkt gekommen bin. Was? Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet hat. Ja, zum Teil. Naja, ein bisschen ist, glaube ich, auch immer die Magie der eigenen Person, ja, und der Umgang mit den Menschen, dass sich in Sprache auch nicht immer übersetzen lässt. Ich schlage vor, wir gehen weiter, damit wir auch hier gleiche Anteile haben für alle Beteiligten und sind jetzt bei Sinje. Vielleicht, Thomas, möchtest du diesmal anfangen? Sinje Dillenkofer hat eine Serie gemacht, die, glaube ich, Cases heißt. Ja, stimmt, steht ja auch da. Und eigentlich ist es eine Grafik. Fotografie kann ja so vieles sein und Fotografie beinhaltet ganz stark die grafischen Elemente und das ist ja so eine unbedingte Reduktion auf das Schwarz und das Weiß, auf ganz wenige Grundformen, die in so einer absolut spielerischen Art und Weise da zusammenzukommen scheinen, was ja aber überhaupt nicht sind, sondern es ist einfach ein gefundenes Objekt und diese gefundenen Objekte musst du halt auch erstmal sehen und das ist auch eine ziemlich analytische Herangehensweise an diese Cases, also Schachteln, in denen Dinge aufbewahrt werden und es ist ja nicht so, dass der weibliche Blick jetzt irgendwie nur was Emotionales wäre, also es gibt die Logik und der Verstand ist den Frauen ebenso zu eigen wie die Emotionalität und welche Teile gerade genutzt werden, um etwas in Bilder zu fassen, das ist die Wahl der Fotografin. Und da kommt mir das so vor, als sei das irgendwie was ziemlich Analytisches und was auch so eine ganz klare Struktur hat in der Serie, eine harte Struktur beinahe, würde ich sagen, jetzt von ihr. Ist bestimmt ganz falsch, oder Sinje? Das Hart ist insofern, finde ich, ein ganz interessanter Begriff, weil es eben sehr konzeptuell ist. Also da wird ja weder irgendwie romantisiert mit Licht oder irgendwie was aufgeweicht, sondern es ist wirklich ein gefundenes Behältnis. Was mich übrigens begeistert hat, dass du gerade das ausgewählt hast, ist, weil es ist das älteste Behältnis von der ganzen Serie und ist mit den jüngsten, modernsten Materialien umgesetzt. Das ist, ich habe es gerade mal hergeholt, weil ich selber nicht mehr wusste, es ist eine Urkunde mit Urkunde 37 heißt sie, mit 32 Siegeln
vom 24. Mai 1518 Verordnung zur gegenseitigen Kriegshilfe der habsburgischen Erbländer Tiroler Landesarchiv Innsbruck. Das heißt, es war ein hochpolitisch, gesellschaftlich wichtiges, historisches, diese Siegel waren eben sehr historisch aufgeladen. Und das, was davon jetzt hier angeboten oder übrig geblieben ist in der Auslassung, also die lagen da drin, wo jetzt die weißen Punkte sind, lag jeweils so ein Siegel. Und jetzt ist es praktisch eine säurefreie Kartonage aus der Restauration, feinst Handarbeit gefertigt, ausgeführt und ist auf einmal so eine ganz eigenständige Grafik geworden. Und mich hat in der ganzen Serie die eigentlich immer fasziniert, dass das, was man sieht, was da drin ist und das, was eben in der ganzen Vorarbeit geleistet wurde, um das passgenau da einzulegen, das hat mich, je mehr ich mit der Serie zu tun hatte, immer mehr fasziniert, weil es eigentlich darum ging, warum macht man das? Was ist das für eine Gesellschaft, die das für wert befindet? Welche Materialien nimmt die? Was ist überhaupt so wertvoll, dass man archiviert? Und diese Spiegelung, die dadurch entsteht und auch diese Typologie durch diese Form, das hat mich total fasziniert. Und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, es gibt so einen bestimmten Form- und Farbkanon, der sehr stark aus der 15., 16., des 18. Jahrhundert ist. Und ich habe dann versucht, das auch in anderen Ländern fortzuführen, weil ich dachte, wie ist das denn in Korea, in Japan, Asien? Die haben doch bestimmt auch Freude, etwas zu bewahren und etwas von ihrer Gesellschaft, also so eine, in dem Abwesenden was zu erzählen. Und das gibt es nicht. Ich habe überall geforscht und dann ist mir klar geworden, das hat sehr stark mit unsere Religion zu tun, mit Christentum, weil wir natürlich die Angst vor der Vergänglichkeit auch damit bewahren wollen, also das, was uns wichtig ist. Und das führte auch dann weiter, dass ich diese kulturelle Prägung auch unseres Blickes und unserer Wahrnehmung durch die jeweilige Kultur, der wir entstammen, also an eigenen Erfahrungen, aber auch religiöse Prägung und, dass das alles auch generell, aber auch bei der Arbeit sehr stark mit einfließt. Würdest du selber deine Arbeit irgendwie einordnen unter das Label weiblicher Blick, Sinje? Also ganz sicher ist es ein weiblicher Blick, weil ich eine Frau bin. Aber um deine Begrifflichkeiten aufzugreifen von vorhin, ich würde sagen, ich habe mindestens so viel weibliche wie männliche Herangehensweisen und Reflexionen, wie das ein Mann hat. Also ich glaube, dass sich in dem Umgang mit dem Medium Fotografie ganz verschiedene Sachen vermischen, die wir kulturgeschichtlich, historisch, auch mit Blick auf die Kunst innerhalb der Fotografie nochmal anders betrachten müssen. Weil, das muss man ja mal genau überlegen, also korrigiert mich, aber ich weiß nur, dass ich innerhalb der Fotografie groß geworden bin mit einem Entsetzen, wie sehr Fotografie eigentlich nur den Voyeurismus des Mannes bedient hat. Ich erinnere mich an Zeitschriften früher, da waren auf jedem zweiten Cover war eine nackte Frau. Es war eigentlich in der gesamten Werbung, es war so anstrengend und ich bin damit groß geworden und habe da eigentlich nie drüber nachgedacht, bis ich mehr und mehr in die Kunst ging. Und dann anfing zu gucken, wo ist denn der Raum, und zwar nicht, wo Frauen als Künstlerin sich ausdrücken können, sondern wo ich überhaupt mich als Frau ausdrücken kann, künstlerisch. Und da begann das so ganz subtil, auch mit dem Studium schon in der Akademie. Ich hatte ganz bestimmte barocke Formen, mich auszudrücken, und das war einfach nicht opportun. Und ich habe meine Themen nie geändert, aber ich habe gemerkt, dass ich meine Visualisierung geändert habe, und mir ist es ganz gravierend aufgefallen, als ich in einer Ausstellung war mit arabischen Künstlerinnen und eine Kollegin sagte zu mir, du arbeitest eigentlich wie wir. Und dann habe ich ganz irritiert geguckt und habe gesagt, was meinst du? Und dann sagt sie, subversiv. Und dann habe ich da erst mal ziemlich lang drüber nachgedacht, und als ich dann kurz danach in einer Ausstellung eingeladen war, und ich hatte zu der Zeit sehr viel Körperarbeiten gemacht, das passt auch zu den Cases. Eine Arbeit war ein Stück Hodenhaut
und zwar nur 2 Zentimeter vergrößert auf 2 Meter. Und die war mir ganz wichtig, im Kontext der Cases zu zeigen, um zu sagen, etwas, was wir auf der Sehgewohnheit durch die Fotografie als abstrakt lesen und immer meinen, das sind, wir meinen immer zu wissen, was es ist, ist jetzt auf einmal etwas, das ganz stark psychologisch durch Wertvorstellung aufgeladen ist. Und es ist, ich hätte ja nie gedacht, dass man damit auch auf psychologischer Ebene auch richtig Affronts auslösen kann. Ich habe diese Arbeit wollte ich in die Ausstellung nehmen und der Direktor, das ist in Deutschland, in einem deutschen Museum und gar nicht so lange her, hat mir verboten, diese Arbeit mit diesem Stück Hodenhaut auszustellen. Und dann habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich meine, ich sehe von gespreizten allen möglichen Darstellungen von Frauen von vorne bis hinten und man weiß noch nicht mal, was auf dem Bild ist. Erst als das im Kopf geklärt war, kam dieses Verbot zustande. Und da ist mir auch in der weiteren Beobachtung, es gab dann auch mal eine Konferenz in der Tate Modern in London, Photography After 1968. Und da war zum Beispiel auch die Frage, warum Fotografie in Frankreich, ich glaube, 60 Festivals hat und in England nur 3. Und damals hatte ich da auch schon angeregt und habe gesagt, das hat mit der Kultur zu tun. Im Pietismus, Calvinismus ist die ganze Fotografie verpönt, da ist Malerei und wichtig. Und durch die ganze katholische Prägung, da darf es viel sinnlicher, physischer, symbolischer, erzählerischer sein. So. Und war ganz interessant, 3 Jahre später hat Wolfgang Ulrich ein Buch geschrieben, genau zu dem Thema, wie sehr eben Religion auch diesen kulturellen Blick prägt. Mich hat es einfach interessiert, weil ich merkte, es ist immer mehr in der Fotografie passiert. Und dann war es doch echt auffallend, dass mit der Zunahme der Fotografie, die von weiblichen Künstlerinnen genutzt wurde, die Frauen überhaupt erst die in Anführungsstrichen Emanzipation auf dem Kunstmarkt, wenn man überhaupt davon reden kann, geschafft haben. Vorher gab es das nicht. Es gab in der ganzen Domäne von Malerei, Skulptur und war dieses Ranking war überhaupt kein Vergleich. Und das fand ich total faszinierend. Auch da wiederum, es gibt für mich kein männlich-weiblich in dem Sinn, sondern ich fand es nur interessant, wie was die Fotografie für eine Chance bietet, auf einen Moment bezogen, auf einen zeitlichen Moment bezogen, in eine Unmittelbarkeit zur Realität zu gehen und damit immer automatisch in Werte, kulturelle Besetzung und Ängste, Tabus einzugreifen, wie sie in dieser kurzfristigen Unmittelbarkeit von keinem anderen Medium zu leisten ist. Das ist wirklich jetzt mein Gefühl. Und diese Kraft, die habe ich wahnsinnig oft zu spüren gekriegt, auch bei Sachen, wo man gar nicht weiß, was es ist. Und ich fand diese Materialisierung da drin, um auch so Aspekte, die vorher noch auffielen, mir ist die Materialisierung, dieses sinnlich-physische, wie so ein Bild sich nachher darstellt, ob das unter Glas ist, ob das ein Pigmentdruck ist, ob sich das öffnet dem Zuschauer oder ob es versiegelt und Distanz schafft. Solche Sachen sind mir in der Dramaturgie des Zugangs zu dem Bild total wichtig, weil ich das Bild praktisch ein Stück weit auch als Bühne begreift, um den Betrachter einladen oder auch führen oder verführen zu können. Deshalb bin ich kein, also verstehe ich mich auch nie als klassischer Fotograf, weil mir dieses Bild im Rahmen ein Ding ist, interessiert mich an. Es ist berechtigt, wenn es inhaltlich passt, aber ist jetzt nicht so sehr mein Ding. Aber das ist das, warum mich Fotografie so fasziniert, weil sie in dieser Unmittelbarkeit Chancen hat, Dinge zu benennen, die gesellschaftlich unterschwellig rumoren und wo ich denke, das ist eigentlich auch eine der großen Bastionen, die der Kunst auch verblieben ist. Und es ist ja auch das, was Thomas interessiert, dass man mit einem Erkenntnis ja, und einem Wissen dann auch aus seiner Ausstellung herausgeht. Danke, du hast ja nochmal einen riesigen Bogen aufgeschlagen mit Wollte ich noch kurz sagen, es fällt mir gerade aber nicht hinter mir. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das ist, ich habe das bewusst heute eingeblendet, weil das ist Ground Zero, New York 2015. Und ich sitze genau davor. Also das eine ist der obere, ist der eine Twin Tower und der andere ist hier unten. Und ich hatte damals versucht, die Cases
zu untersuchen, inwieweit, es geht ja um Archiv und letztendlich ist ja unsere ganze Erde ein Erinnerungsarchiv oder ein Speicher. Und ich wollte wissen, wie weit die Idee eigentlich auf historische, geografische Orte zu übertragen ist. Und habe damals eine große Arbeit gemacht, aber es begann damals mit dem Placeholder, mit diesem Bild im 9/11. Und das steht für mich zu den Cases eigentlich sehr eng im Zusammenhang. Das wollte ich nur kurz sagen, da in Ergänzung. Danke, ich habe dich jetzt kurz eingeblendet, dass man den Hintergrund auch sieht und gehe jetzt nochmal zurück zu dem Bildschirm, dass wir hier wieder auf unserer Auswahl sind, dann sind wir bei Dörte. Ja, also es wurde ja schon vorhin sehr viel über die Arbeit ansatzweise gesagt. Thomas, möchtest du wieder anfangen? Ja, ich finde, viel haben wir da noch gar nicht darüber gesagt, über die Arbeit. Das war nur so eine, das war eigentlich eine kleine Randbemerkung. Es ist interessant, dass das Fotopapier seit einer Reihe von Jahren zunehmende Bedeutung hat in der bildenden Kunst, also entweder, dass es selber fotografiert wird, also dargestellt wird als Objekt oder dass es als Objekt ausgestellt wird, ohne dass es tatsächlich belichtet wird. Das ist sehr, ist es eine interessante Beobachtung einfach und ich finde, dass die Arbeiten von Dörte Eisfeld an der Stelle einfach, wie ich vorhin gesagt habe, ich kann es nicht besser sagen, es sind einfach ganz wunderbar und sie machen Lust anzufassen. Es ist einfach, es ist toll, es ist berührend. Man merkt, dass es ein Material ist, was ihr wichtig ist. Und das übersetzt sie sehr schön. So. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? ich kann. Die Geschichte ist da ganz einfach, das ist richtig, ich arbeite schon sehr intensiv und immer schon mit Fotopapier und auch mit alten Fotopapieren sehr lange und sehr gerne und habe mir auch schon vor Internetzeiten immer alte Papiere per Inserat besorgt, neben neuen ist verschieden. Und diese Arbeit steht, und das ist vielleicht das Interessante, steht an der Schnittstelle zwischen analog und digital, weil die Fotos habe ich digital spontan im Atelier gemacht. Die sind digital gedruckt und also nicht abgezogen. Das heißt also, es ist eine Hommage an das analoge Papier. Und es war einfach die Sonne, die im Atelier auf diesen Haufen geschienen hat. Und ich habe das gesehen und das hat mich berührt. Und es freut mich natürlich auch jetzt, dass dich das berührt. Und ich finde, jetzt nochmal zur Frauengeschichte, das ist das Entscheidende, dass überhaupt jemand das sieht und dass es eine Reaktion auf Bilder gibt, die eine Unmittelbarkeit haben oder dass ein Bild berühren kann und dass sich jemand berühren lässt. Und ob das jetzt Mann oder Frau ist und ob ich eine Frau bin und ein Mann, ich glaube, das spielt keine wesentliche Rolle. Ich glaube, die wesentliche Rolle ist, das war im Studium sehr wichtig, dass Frauen die Kamera und die Filmkamera und die Fotokamera in die Hand nehmen. Und ich habe in den 70er Jahren studiert und kenne auch diese Diskussion mit Laura Mulvey. Ich habe auch zuerst Film studiert und das war für uns im Studium sehr wichtig, dass wir als Frauen überhaupt die Stimme erhoben haben, die Kamera genutzt haben, uns das Film beigebracht haben und unsere Sprache entwickelt haben. Und dass das in der Zeit, glaube ich, auch in den 70er, 80er Jahren viele getan haben. Und das ist nämlich die Geschichte auch jetzt von Artemisia Gentileschi, dass sie überhaupt malen konnte, war ja schon was Besonderes. Das ist ja in der Zeit genau eine Sensation im Grunde gewesen.
und dass sie den Pinsel in die Hand genommen hat überhaupt schon. Und ich glaube, diese Geschichte, das ist überhaupt, dass wir die, ja, dass wir eine visuelle Stimme nicht nur in der Malerei, man muss dazu sagen, genau, das ist vielleicht noch wichtig, die Malerei ist viel stärker besetzt gewesen auch von Männern, von Malern. Und die Frauen, die gemalt haben, also auch, was weiß ich, seit den 50, also schon Bauhaus ging das los, dass die Frauen immer in die Ecke der Handwerke, der Weberei geschickt wurden. Da gab es auch Fotografen. Aber dass jetzt wirklich genauso viele Frauen wie Männer malen, fotografieren und aber auch wahrgenommen werden. Und dass zum Beispiel die Regisseurinnen auch überhaupt beauftragt werden und Filme machen können, wie, also was weiß ich, zum Beispiel Hermine Huntergeburt, das ist jetzt eine, die bei uns in HWK auch studiert hat und die jetzt also einen großen Namen hat. Das ist das Entscheidende. Und gar nicht, dass sich daraus natürlich der Blick weitet, ist völlig klar, also der Blick oder die Perspektiven sich vervielfältigen. Aber ich glaube, es gibt Männer, die einen, also jedes Individuum hat einen spezifischen Blick. Und das ist, glaube ich, das Kostbare, wenn es möglich ist, dass jedes Individuum sowohl als Produzentin oder als Betrachterin diesen Blick realisieren und entfalten und leben und weitergeben kann. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Und für mich selbst ist es inzwischen viel spannender. Ich bin ja in dem Sinne auch keine Fotografin. Und wenn ich jetzt diese Arbeit sehe, hat die eigentlich in der Fortführung diese Fragestellung, mit wie wenig kann ich etwas erzählen, das hat mich immer weiter beschäftigt seitdem. Also wie reduziert im Grunde diese Gegenständlichkeit, also das, was abgebildet wird, ist, und dass aber doch immer etwas drin, etwas noch im Bild oder etwas Entscheidendes, Vitales, Wichtiges, Wertvolles im Bild vermittelt wird. Das ist das, was mich auch weiterhin beschäftigt. Und zu dem Material ist, also gerade jetzt in den letzten beiden Jahren des Close-up oder des Rückzugs in den Corona-Jahren, hat sich eben daraus im Grunde eine weitere Arbeit entwickelt in der Auseinandersetzung mit meinem Archiv, dass ich im Studio, in der hellen Kammer, also hier, meine Bilder wieder fotografiert habe. Also praktisch überprüft habe am Ort ihres Entstehens beziehungsweise ihre Wirksamkeit oder ihre Existenz überprüft habe und wieder dokumentiert habe und gesehen habe, dass sie in neuem, ja in Momentaufnahmen im Grunde, im Raum eine neue Wirklichkeit entstehen lassen. Und das darf ich da noch mal kurz reingrätschen? Ja. Also was du beschreibst, ja, noch mal selbstgewiss zu werden, was du an Werken geschaffen hast, ja, ist für mich ja auch in die gleiche Richtung dessen, was du gesagt hast, dass man sich sowohl als Produzentin oder Konsumentin von Werken bewusst wird. Wie schaut man überhaupt da drauf? Ja? Also diese Frage nach dem Bewusstsein dessen, was da passiert, finde ich sehr spannend. Und vielleicht nehme ich das einfach als Überleitung, damit wir noch mit ihm reden und hinterher noch ein bisschen Zeit haben, weil wir doch schon fortgeschritten sind in der Zeit. Und, darf ich eine ganz kurze Bemerkung machen? Gerne, Marlene. Ich habe zum ersten Mal das Wort Bild in unserer Diskussion gebraucht, was ich sehr, sehr wichtig finde.
Magst du noch begründen, warum? Ja, das könnte ich sonst auch gerne, wenn ich darf, Marlene. Ja, weil es ist, also ich mache da eine ganz große Unterscheidung. Also wenn man erst einmal ein Foto macht, dann ist das noch erst einmal, ja, nur ein Stückchen Welt, aber es ist vielleicht noch nicht mal Foto. Und wenn man dann anfängt, das zu ordnen oder auszuwählen, sich damit zu beschäftigen, es in Kontexte bringt und versucht das, was in dem Foto, im Foto zeigt ja immer alles. Also zeigt sehr viel und ist ja die Frage, ob alles im Bild auch, ja, man muss es im Grunde freilegen. Und dieses Freilegen, dieses Erarbeiten dessen, was da im Bild enthalten ist, das ist im Grunde, im Foto enthalten ist, in dem Moment wird es zum Bild. Genau, dass du das thematisierst, das finde ich ganz, ganz wichtig. Danke, das war eine sehr klare, überzeugende Definition, die ich genauso unterschreiben würde. Elena, wie fangen wir da jetzt an? Was ich von dir weiß, ist, dass du, wie du vorhin ja auch schon gezeigt hast, dich auch in deinem Studium und in den Arbeiten ja auch mal mit der Frage nach dem weiblichen Blick auseinandergesetzt hast. Inwieweit spielt das dieses Bewusstmachen, ja, dessen, wie man selber drauf schaut auf etwas oder wie man produziert, für deine Arbeit eine Rolle? Also ich finde den Begriff des weiblichen Blicks sehr spannend. Für mich stellt sich nicht die Frage, ob es ihn gibt, sondern eher, wie man ihn definiert. Was definiert man denn als weiblich und was definiert man denn als männlich? Denn das ist meiner Sicht nach eher eine Frage der Gesellschaft, sage ich mal, was man damit eigentlich assoziiert. Die Arbeit, die ausgewählt wurde, stammt aus einem Projekt. Also ich arbeite auch sehr viel in Langzeitprojekten und Themen, die mich eben wirklich über längere Zeiträume beschäftigen. In Plexus beschäftige ich mich eben mit vererbten und ererbten Traumata. Und es ist eben, ja, es ist insofern ganz spannend zu dem Thema, weil ich natürlich, ja, ich fange immer von einer persönlichen Erfahrung an mit meinen Arbeiten und versuche eben dann eine allgemeinere Essenz herauszukristallisieren. Einfach aus dem Grund, weil ich dann die Arbeit natürlich voll vertreten kann und nicht Angst haben muss, irgendwas falsch zu präsentieren. Und dadurch beschäftige ich mich im Plexus eben auch mit, ja, unter anderem mit meiner eigenen Erfahrung der Traumavererbung und Ererbung und das eben vor allem aus der Sicht meiner matrilinearen Linie. Das heißt, gewisse Dinge, die ich beobachte an meiner Großmutter, die sich dann weitertragen zu meiner Mutter und eben zu mir. Womit ich mich viel in meiner Masterarbeit beschäftigt habe, das ist eben auch, ja, unter anderem spielte dieser weibliche Blick natürlich sehr mit rein. Ich fand es für mich ganz hilfreich, und das passiert auch sehr auf Bracher L. Ettinger, ich fand es sehr spannend, die Kamera einfach als diesen, ja, fast schon als Mutterleib zu sehen, also als Mutterleib, der, ich sag mal, für alle Geschlechter zugänglich ist. Also das hat nichts mehr mit Biologie zu tun, sondern ich sehe das gerne als wie einen psychologischen Mutterleib und das Bild dann eben auch dementsprechend als Kind zu sehen. Also als einen Raum, der erfahrbar ist, der betretbar ist, aber eben auch der irgendwie noch die DNA des Künstlers trägt sozusagen. Und ja, insofern ist es mit der Arbeit eigentlich ganz witzig, weil natürlich trage ich ja auch irgendwie das Trauma oder die Prozesse, macht ja dann wieder den Sprung sozusagen ins Bild. Und das ist vielleicht vor diesem Kontext
ganz spannend. Thomas, hast du Fragen, Kommentare? Das würde ich auch sagen, dass es sehr spannend ist. Ich finde es einen total interessanten Ansatz von Elena Helfrecht. Ich kannte den Gedanken, dass die Kamera quasi der, dass die Kamera der Mutterleib ist und die, und das Bild ein zugängliches Produkt dieses Mutterleibs, den Gedanken kannte ich noch nicht so, aber das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich fand, die Serie hat so ganz unterschiedliche Ebenen, wie ich finde. Und ich finde sie sehr reich. Sie hat natürlich was Bedrückendes. Ich meine, das Thema der Traumata und der Vererbung der Traumata ist ja ein relativ junges. Man weiß noch nicht so lange davon und man weiß aber, dass sich Traumata tatsächlich über mehrere Generationen vererben. Und dass sie sich aber so sukzessive, wenn ich da richtig informiert bin, auch natürlich verändern, weil es ist ja sowieso ganz schwierig, über Traumata, das Trauma des einen mit dem Trauma des anderen zu vergleichen. Aber es gibt wohl so eine Veränderung. Aber diese Eindringlichkeit der Bilder, die ja auch so durchaus was jetzt nicht Traumatahaftes, sondern was Traumhaftes haben, also einer schwer zugänglichen Wirklichkeit, die in eine zweidimensionale bildliche Wirklichkeit übersetzt werden. Das finde ich, das ist in der Serie unglaublich gut gelungen. Und also ich fand gerade dieses Bild von diesen beiden Füßen, fand ich einfach bemerkenswert. Klingelt es natürlich auch mit der Fotogeschichte. Es gibt diese Beine von dem Kälbchen irgendwie beim Abattoir in Paris und so weiter und so weiter. Weiß gar nicht von wem, Kudelka vielleicht. Ganz wunderbar. Madame Dora, glaube ich. Bitte? Madame Dora? Madame Dora? Ja, die kenne ich, aber ich weiß jetzt nicht, von wem es genau ist. Weiß es auch nicht. Der Angestellte von ihr, der Verlobte von Germaine Krull, wie hieß der nochmal? Nicht Joris Evans, der andere. Mir fällt es gerade nicht ein. Das egal. Ist ja spannend. Wer ist das? Ja, danke auf jeden Fall. Das Bild heißt lustigerweise auch Grandma. Und ist das eine Bild, das ich sehr mit meiner Großmutter assoziiere. Das war so die früheste Erinnerung von ihr, weil sie so gebeugt und so O-beinig gegangen ist, als sie noch gelebt hat, eben von vielen Arbeiten, dass ich das eben immer mit einer Ente oder Gans assoziiert hatte. Anastasia Koroschilova. Boris, wir hören dich nicht. Ah, Anastasia Koroschilova. So, jetzt bin ich wieder im Mikrofon dabei. meine Überleitung wäre gewesen, dass wir jetzt beim Thema von Großmüttern zu Großvätern gehen und beim Thema Trauma bleiben. Anastasia, du bist da und kannst uns hören? Ja, kann man mich hören? Ja. Ja. Super. Aber sehen kann man mich nicht. Ich habe versucht, das Video anzumachen. Sehen dich. All right, you're ready. Das ist auch super. Hallo? Da hat sich jemand reingekickt. Den muss ich mal kurz rausholen in den Talk. Aber man kann mich hören. Ja, und sehen. Ah, wunderbar. Das Das bin ich aber nicht. Da hat sich jemand hereinverkehrt, der nicht gehört. Und ich werde sie jetzt mal hier rausholen. Das ist das erste Mal, dass wir das haben. So, jetzt sind wir wieder im fotografischen Bereich. Ich mache meine Kamera aus, oder? Wie es für dich lieber ist oder wie die Verbindung es gerade hergibt. Ich weiß jetzt nicht, wer gezeigt wird. Also wir haben dich gesehen.
Und genau. Wir sehen jetzt auch das Bild von dir aus den übrigen. Und ja, vielleicht kannst du uns mit was zur Arbeit erzählen und inwieweit es vielleicht einen Zusammenhang zur Frage nach dem weiblichen Blick gibt. Ja, das ist eine Arbeit, die zwar, die übrigen ist eine Arbeit, die zwar mit 2015 datiert ist, aber das ist eine Langzeitstudie, die ich seit zwischen 2011 und 2015 mit einer Autorin und Freundin Annabel Gemmingen gemacht habe. Das hat im Fokus das Thema der Erinnerungen über den Zweiten Weltkrieg oder den Krieg selbst und wie das in Europa, hier genau in Lettland, besprochen, akzeptiert, nicht akzeptiert oder eben wie damit umgegangen wird, mit den Erinnerungen. Und auf der einen Seite wurde diese Arbeit als eine Art Tagebuch verfasst. Also wir waren über mehrere Jahre nach Lettland mit Annabel gereist. Wir kommen beide aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland, und Annabel ist in Deutschland aufgewachsen. Und wir haben beide familiäre Beziehungen zu diesem Land gehabt, bevor wir uns auf die Reise gemacht haben. Und das betrifft unsere Großväter. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite natürlich interessierte uns die Geschichte von jetzt, weil Lettland eigentlich eine Projektionsfläche für uns bildete, was in Europa passiert, weil es eben diese beiden Seiten, Ost und West, vereint, wenn man das jetzt ganz vereinfacht vielleicht sagen würde. Genau, und auf der einen Seite haben wir über mehrere Jahre vier Kriegsveteranen besucht, zwei, die auf der sowjetischen Seite gekämpft haben und zwei, die auf der lettischen Seite gekämpft haben. Das sind vier Jacken, die im Zentrum der Arbeit stehen. Und auf der anderen Seite eben unsere Erinnerungen, aber auch unsere Gespräche mit den Leuten unseres Alters aus aller möglichen gesellschaftlichen Bereichen oder Schichten, die wir während unserer Reisen besuchen durften und wo wir eintauchen durften. Also wir haben immer mehrere Tage an einem Ort verbracht und sind dann auch öfters dahin gekehrt. Das alles gibt es als ein Buch, was 2015 erschienen ist, die übrigen. Wobei ich explizit betonen möchte, dass man als übrigen nicht unbedingt die Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges sehen könnte, sondern aber auch eben unsere Generation oder die Menschen, die eben jetzt mit diesen Erinnerungen leben und wie diese auch zum Beispiel von der Politik auch heutzutage verwendet werden. In aller möglichen Bereichen. Zu dem weiblichen Blick könnte ich eigentlich jedes Wort, was Dörte gesagt hat, unterschreiben. Für mich ich habe Schwierigkeiten zu sagen, dass ich einen weiblichen Blick habe oder eben mein Kollege den männlichen. Ich glaube, das geht tatsächlich, also für mich persönlich, eher um die Bilder, die dann einen ja, zu was bewegen, sie einen stimulieren, zum Nachdenken bringen. Das finde ich, glaube ich, nicht, ich kann nicht sagen, ob das männlich oder weiblich ist. Allerdings denke ich, dass man gewisse Sachen als Frau allein durch die Geschichte der Frauenbewegung oder der Herkunft anders wahrnimmt. Ich glaube, das hat auch schon Loredana gesagt, und Helena, und das denke ich schon, dass das einen gewissen Einfluss hat. Mhm. Aber das wäre am Rande. Eher denke ich, das geht um die Bilder, die dann auf einen eben wirken oder nicht. Mir fällt gerade eine Beobachtung von mir selber auf, die möchte ich da kurz mal anbringen. Ich meine, es bleibt ja nicht aus, dass man irgendwie über die Jahre in ein paar Jurys tätig war. Und wenn du in der Jury tätig bist, dann hast du ja im Normalfall nicht die, kennst du nicht weder den Namen noch das Geschlecht der Menschen, die die Bilder eingereicht haben. Und
es ist jetzt schwierig, ich blicke zurück und Erinnerung verändert sich auch manchmal im Rückblick. Aber ich bin mir sicher, dass ich mehrfach oder oft Bilder gesehen habe und mir gedacht habe, dieses Bild hat eine Frau gemacht. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich dabei getäuscht habe. Ich habe mich bestimmt dabei getäuscht. Ich liebe es auch, wenn ich mich täusche. Aber ich bin mir sicher, dass ich auch oft damit recht gehabt habe. Und zwar vermute ich, ich würde unterstellen, mehr als das statistische Mittel. So, insofern kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht doch sowas gibt. Ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt nicht bei Dörte Eisfeld sagen, bei dem Bild. Das ist keine Ahnung. Keine Ahnung. Ne? Aber und ich kann es jetzt hier bei keinem der Bilder natürlich sagen, weil ich alles, wären alles dumme Interpretationen. So. Wir gehen auch schon in die Verlängerung. Vielleicht gehen wir dann noch zu den verbleibenden zwei Positionen, weil ich fände es schade, wenn wir im Anschluss keine Diskussion mehr hätten. Ja. Dann sind wir bei Simone und den Asservaten des Verbrechens. Möchtest du anfangen, Thomas? Gerne. Ich muss mal an der Stelle mit mir selber anfangen. Ich habe nämlich meine Ausstellung gemacht über Polizeifotografie in Mannheim. Das war, glaube ich, die erste Ausstellung über Polizeifotografie in Europa. Die war ziemlich großartig, weil wir einfach Zugang zu den Fotografien des Polizeipräsidiums hatten seit dem Jahr 1946 bis zum Jahr 1973, glaube ich, oder 74. Da hat es bei mir natürlich, als ich die Serie gesehen habe, von Simone natürlich sofort geklingelt, weil diese unbedingt sachliche, nüchterne Objektfotografie, die eigentlich einen ganzen Horizont eröffnet, jenseits dessen, was da gerade abgebildet ist, in diesem Fall nämlich der Spätzle-Schwab, das ist einfach was ganz Wunderbares. Und ich mag die Arbeit sehr gerne und ich finde, dass die ganz großartig umgesetzt ist und ist ja auch eine wunderbare Fotografin, Simone Demand. Das ist das, was mir als erstes dazu einfällt. Simone. Ja, danke Thomas, dass du sie so schön findest, die Arbeit. Ich mag sie auch sehr. Und sie ist eigentlich eine Folgearbeit aus einer Arbeit im Jugendgefängnis in Pforzheim. Da habe ich eine Kunst- und Bauarbeit gemacht und habe die Gefangenen jeweils einen Gegenstand ihrer Hoffnung und Zukunft in die Hand gegeben. Und sind also Porträts von jungen Männern. Und da würde ich ganz gern gleich mal einsteigen, weil die Loriana gesagt hat, es ist vielleicht einfacher als Frau, Männer zu fotografieren. Das stimmt. Bei einem anderen Projekt glaube ich auch, dass ich als Frau einen leichteren Zugang habe, Männer zu porträtieren. Und die gucken auch anders, wenn sie von einer Frau fotografiert werden. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und es ist also eine Folgearbeit nach ungefähr, also weiß ich gar nicht mehr genau, nach 9 Jahren, nach der Arbeit im Jugendgefängnis in Pforzheim, weil ich dann, das hat mich irgendwie nicht losgelassen, weil ich dann plötzlich den Wunsch hatte, die Dinge zu fotografieren, die zu Tatwaffen mutieren. Und zwar habe ich keine Waffen fotografiert, also es sind nur 2 selber gemachte Waffen zu sehen, sondern nur Gegenstände, die im Haushalt, die also in einem ganz normalen Lebenskontext stehen, Umweltkontext und wie auch immer, und die dann zu Tatwaffen umgewandelt wurden, entweder im Affekt oder Planung, wie sagt man da, Vorsatz, genau. Und habe dann die verschiedenen Staatsanwaltschaften und die Polizeiämter bis Frankfurt, einschließlich Frankfurt, angefragt und die meisten haben sich im süddeutschen Raum bereit erklärt. Und jenseits des Mainz komischerweise überhaupt nicht. Die fanden es völlig abwegig, dass ich das fotografieren darf. Und für mich war dann auch spannend zu schauen, wie will ich die eigentlich präsentieren, und habe sie dann in so eine Art Museumsvitrine aus Pappe, also die habe ich mir machen lassen, solche Pappe-Teile, in die ich dann diese Gegenstände gestellt habe, jeweils auf sehr
dürftigen improvisierten Podesten und von oben beleuchtet, also im Oberlicht, mit Oberlicht. Genau, daraus ist auch ein Katalog entstanden. Und ich wollte jetzt noch was anderes sagen, warum Fotografie und weiblicher Blick. Also meine Fotos würde man jetzt nicht unbedingt, glaube ich, mit einem weiblichen Blick assoziieren, obwohl das kann ich schlecht beurteilen. Ich würde auch sagen, ich arbeite mit diesem wunderbaren Begriff, der vorhin gefallen wurde, aus einer weiblichen Subjektivität. Und meine Fotografien sind oft, also die Themen, die ich aufgreife, sind mir oft selber unbegreiflich. Und ich glaube auch, dass die Fotografie für mich ein Feld ist, Antworten zu finden. Also ich bearbeite auch Schwierigkeiten, die irgendwoher kommen, die ich nicht benennen kann. Und es ist wohl so, dass über die sogenannten Biome sich bestimmte Traumata oder Erlebnisse wirklich weitertragen und sich verändern, aber sie tragen sich weiter, weil ich kann mir oftmals meine Themenwahl nicht erklären. Die ist ja oftmals sehr nüchtern und hat mit Frauenthemen null zu tun. Das hat mich auch nie interessiert, Frauenthemen zu bearbeiten, was öfter in der Malerei ja passiert, aber auch in der Fotografie immer mal wieder. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Und ich war immer auf Felder konzentriert, die mir eigentlich sehr, sehr fremd sind und die ich versuche, mit der Fotografie mir selber zu erklären und mir vielleicht auch Ängste nehme. Ja, also das ist schon so. Also es ist, also der Begriff, der vorhin gefallen ist, mit der weiblichen Subjektivität, fand ich interessant. Und wie gesagt, also ja, jetzt lasse ich es mal dabei. Mhm. Ich meine, das ist etwas, was vorhin auch im Chat kurz erwähnt wurde. Das möchte ich nochmal kurz zitieren, dass der weibliche Blick vielleicht eher in bestimmten Vorteilen in der Arbeitsweise verorten wäre. Ne? Dass man auch, also, vielleicht ja. Näher Zugang, leichter Zugang zu bestimmten Menschengruppen bekommt. Ja, und vielleicht natürlich auch bei dieser Arbeit. Ich meine, da ist eine unglaubliche Recherche davor gewesen, damit ich da überhaupt da rein konnte. Und die ganzen Gegenstände waren ja noch in den Verfahren drin. Die waren also nicht abgelegt, sondern die waren ja noch in den Verfahren. Und ich finde es sehr schwierig. Ich mache mir immer wieder Gedanken darüber, was das bedeutet, ein weiblicher Blick oder wie schaue ich auf die Welt oder unterscheidet sich das wirklich sehr stark von den anderen? Das kann ich ganz schwer beantworten, obwohl ich weiß auch gar nicht, ob eine Antwort wirklich wichtig ist. Das weiß ich halt auch nicht. Das also, ist eine sehr gute Frage. Manchmal ist die Frage interessanter als die Antwort. Ja. Aber vielleicht gehen wir noch zu Lucia, bevor wir uns jetzt mit einem It's Complicated hier befinden. Ich wollte nur noch dazu sagen, sie wäre ohne Frage bei Braun sofort akzeptiert worden. Frontalansicht, schattenlos, vor hellem Hintergrund, das war das Evangelium und das wäre also ein fabelhaftes Beispiel gewesen. Ja gut, ich meine, ganz kurz noch, man weiß schon auch, wo so Zitate liegen, ja, also die bearbeitet man, die sieht man natürlich dann erst ganz zum Schluss, ja, dass da ein Zitat drin ist. Also für mich war das halt wichtig, dass sie in so einem pseudomusealen Umfeld praktisch eine auf Würdeformeln transportiert, präsentiert werden, aber gut. Gut, zur letzten Position. Lucia Simmons. Thomas, möchtest du wieder starten? Ja, ich finde es aus verschiedenen Gründen eine unglaublich interessante Arbeit. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, ist Lucia Simmons in Brasilien sozialisiert, lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland. Und sie hat sich in dieser Arbeit, Humboldt ist niemals da gewesen, den Fakt zunutze gemacht, dass Alexander Humboldt, der große Naturforscher, von dem wir natürlich alle mindestens gehört haben, zwar viele Reisen in die Welt gemacht hat und Berge bestiegen hat in Südamerika und, aber niemals
am Amazonas war. Das hat Lucia Simmons nachgeholt und hat dort ganz schlichte Schwarz-Weiß-Bilder gemacht, die eine merkwürdige Vergangenheit in sich tragen, obwohl sie in einer beinahe Gegenwart entstanden sind. Das finde ich an ihnen sehr interessant. Danke, Thomas. Ich habe, es war eine Filme, die eigentlich farbig ist. Das ist dieser Polarpan vom Polaroid, wo wir drehen. Und das war damals, vor langer Zeit, gab sowas. Und sie haben eine kleine Cyan-Farbe drin. Mhm. Und diese Drehung machte immer so, wir haben dort in dem Wald dann gemacht, sofort. Aber es ist diese Feuchtigkeit, die dort ist, oder diese Hitze, war alte Film, waren Filme, die ich in dem Kühlschrank seit 20 Jahren gehabt habe. Und war für mich eine ganz wichtige, genau, Blick, die diese Hintergrundgeschichte. Er war in Amazonas, aber niemals in der politischen Brasilien, in die Grenze von Brasilien wurde er gestoppt, mhm. weil er war sehr, sehr, sehr nah von der französischen Revolution-Idee. Und das war schon gefährlich von dieser Gesellschaft, die kolonial waren mit so vielen Sklaven und so weiter. Und er war auch mit einer Gefährlichkeit als Adliger aus Deutschland mit dieser Ideen, die Linke war irgendwo dort. Aber ich finde das fantastisch, weil wir sprechen immer über Humboldt. In Brasilien, Humboldt ist sehr bekannt als Forscher. Als für Brasilien war ganz wichtig auch, weil er hatte verteidigen Brasilien in verschiedenen Diskussionen mit Grenze, die war Brasilien und Uruguay, Brasilien und Peru oder sowas, und international war er ganz wichtig. Und das ist sehr poetisch wahrscheinlich, was ich mit dieser Serie gemacht habe. Und diese alten Filme und was ich daraus gemacht habe, ist mit einer Chemikerin, die hat eine bestimmte Technik gemacht hier in Berlin. Boris, vielleicht kennst du sie, das weiß ich nicht, ist eine Technik mit einer Materialität über dem Dipont, die wir gemischt haben, Perlmutt-Pigment. Und das ist so glänzend, eine ganz besondere so Spiegelbilder. Und das ist einmalig, gibt es nichts mehr. Sie macht nichts mehr und es wird dann eine Serie, die gestoppt ist, total. Es ist direkt auf Aluminium transferiert. Sie heißt übrigens Constanze Schäfer. Ja. Genau. Genau. Sie will weitermachen. Sie hat noch nicht aufgegeben. Okay. Und für mich war ganz wichtig diese Reise nach Manaus. Es ist wie eine Ur-Ur-Geschichte, die wir drin sind in dieser Natur.
in diese Stärke und diese Hitze und alles so, die so keine Winter, nicht. Und die Farbe sind keine Blumen, weil ich bin bekannt wegen Blumen und so weiter, was ich mache. Aber diese, nur das Wasser waren fantastisch. Und diese Musik, dieser Krach von Tieren und so. Und das ist diese Grün, diese Braun, diese Erde und so weiter. War eine ganz wichtige Arbeit für mich. Und vielleicht, ich weiß es nicht, das kann ich nicht sagen, ist das, ein Mann hätte das gemacht oder eine Frau. Aber es ist eine ganz Nacharbeit mit der Erde. Und das möchte ich, ich habe immer gekämpft mit Frauenrechten und so weiter. Und seit meiner Kindheit ist immer ein Kampf, das zu existieren. Weil es ist schon klar, ich bin fast 70 und das war damals schwierig. Alles, was mit Frauen zu tun war, wie die Freiheit gekommen ist, wie wir in der 60er, in der 70er, in der 80er dann erlebt haben. Aber das kann ich nicht mehr sagen, ob das Männer oder Frauen eine bestimmte Sprache haben. Vielleicht ist das der Moment, jetzt nochmal in die große Diskussion zu gehen und hier nochmal 10 Minuten miteinander zu diskutieren. Und ich habe noch 2 Anmerkungen, die ich noch gerne mit in den Talk reinnehmen würde. Das eine war eine auf Facebook, wo auch das Etikett Frauenfoto besprochen wurde, dass das zwar Aufmerksamkeit sichern kann, aber auch schnell zu einer Zwangsjacke werden kann. Und was ich sehr interessant fand, war auch eine Anmerkung von Ute Behrendt vor 2 Tagen auf Instagram, die das Etikett Frauenfotografie als despektierlich im Studium erlebt hat. Und Ute, vielleicht möchtest du diese Anekdote für die Öffnung des Gesprächs zum Besten geben. Ja, das kann ich machen. In meinem Studium war Joachim Brohm Lehrbeauftragter und ich hatte diesen Kurs gewählt und habe ihm dann eine Serie gezeigt von Bildern. Das waren so Gegenüberstellungen und er hat dann, mehrere Studierende waren da anwesend, hat das dann sehr abwertend beurteilt und hat dann gesagt, ja, das ist ja Frauenfotografie. Und mehr hat er dann auch zu nicht gesagt. Und ich habe ihn dann gefragt, was er denn damit meinen würde. Ich wäre ja auch eine Frau. Und dann hat er halt gesagt, naja, die Wahrheit liegt halt immer dazwischen, in der Ritze eben. Und das fand ich schon auch ziemlich krass. Also ich bin dann da auch nicht mehr hingegangen. Unmöglich, unmöglich. Ja, und das war aber jetzt nicht so selten, will ich mal sagen. Also die Jungs waren immer eine Mehrheit. Und natürlich gab es auch andere Professoren und Professorinnen, also André Gebke zum Beispiel, der dann aufgrund dieser Situation von Frauen im Studium, im Fotografiestudium, die er klar erkannte, dann ganz klar gesagt hat, also bei mir werden Frauen immer besser beurteilt als Männer, nur damit ihr das schon mal klar seht. So hat er dann seine Lehrbeauftragten Stunden angefangen. Und naja, das war dann vielleicht auch nicht ganz so, aber es war auf eine Art was okay. Also er hat zumindest gesagt, er würde Frauen nicht benachteiligen. Also. Also ich kann da der Ute nur recht geben. Ich habe auch die verrücktesten Erfahrungen gemacht, auch während dem Studium. Und da hieß es ja dann auch, ich habe 85, ich habe mit Sinje zusammen studiert, wir haben zusammen uns das Labor immer mal wieder erkämpft. Und ich habe 85 mein Examen gemacht
Und da hieß es dann, Fotografie ist keine Kunst. Und das war für mich überhaupt nicht, ich habe überhaupt, wie Fotografie ist keine Kunst, es ist ja ein Medium wie jedes andere auch. Ja? Und mit dem kann ich genauso meine Kunst machen wie mit der Malerei oder mit der Bildhauerei oder mit der Zeichnung. Und 1992, als meine erste Ausstellung hatte in Dortmund im Ostwall-Museum, sagte der Museumsleiter, der damalige Museumsleiter, also ich bin über eine Kuratorin da reingekommen, sagte auch, Fotografie ist keine Kunst. Ja, und ich weiß gar nicht, ob sie das männlichen Kollegen einfach auch so an die Birne geknallt hätten, das weiß ich gar nicht. Ja. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz kleine Anmerkung, was mich immer, also jetzt um diese Frauengeschichte einfach für mich persönlich zu komplettieren, wenn ich früher in ein Labor gekommen bin und habe da meine Filme abgegeben oder auch in einem Fotoladen, wenn man in einen Fotoladen gekommen ist, dann hatte man immer den Eindruck, dass man so als junge Künstlerin und Fotografin, dass man da so para bedient wurde. Man wurde nicht so richtig ernst genommen. Ich hatte immer den Eindruck, oh Gott, das ist eine Männerdomäne, da brauchst du noch Jahre, bis du dich ebenbürtig mit denen in einem Raum bewegen kannst. Das nur dazu, kleine Anekdoten. Ganz aktuell, es gibt in Stuttgart im Kunstmuseum diesen Sparda-Kunstpreis. Ich weiß nicht, ob der in irgendeiner Form bekannt ist, ist auch völlig egal. Und der wurde erstmalig 2019 für Fotokunst ausgelobt. Und ich weiß von ganz vielen Kommentaren von Leuten hier, die gesagt haben, wie kann man nur, Fotografie ist doch keine Kunst. Also wir sind nach wie vor angekommen, wo wir eigentlich gerne hinwollten. Wir sind wirklich in einem sehr großen Nischenbereich und der Unterschied zwischen Fotografie als klassisches Bildmedium und dem, wo es dann um Kunst geht oder konzeptionelle Kunst, da tun sich anscheinend gerade wieder große Abgründe, möchte ich es nicht nennen, aber da scheint sich was zu trennen in irgendeiner Form. Also überhaupt die Akzeptanz ist nach wie vor schwierig. Zumindest in pietistischen, wie ich es vorhin gesagt habe, pietistischen Regionen. Ich finde ja Bayern, Rheinland, in Düsseldorf, ist ja selbst die Politik, setzt da die Fahne drauf. Da wird ja richtig gekämpft für die Fotografie. Das ist ja wie ein Auszeichnungs- oder wie so ein Branding quasi. Und hier musst du dich fast schämen in den Regionen. Berlin ist ja auch schwierig, ist natürlich klar wie Sahnehäubchen überall, wo es international ist, ist es toll, aber es ist so richtig durchdrungen, ist es, finde ich noch nicht. Sinja, ich muss dir da ganz entschlossen widersprechen. Das ist nicht so, dass die Fotografie in einer Nische wäre, sondern die Leute, die das nicht erkennen, dass die Fotografie natürlich Kunst sein kann, die sind in einer intellektuellen Nische. Und da kommen sie vermutlich auch niemals raus. Ja, aber das liegt doch daran, dass die Fotografie sich von Anfang an hat in die Dokumentationsecke drängen lassen. Damals, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und im Grunde genommen ist sie da heute noch nicht raus. Und das liegt aber auch daran, dass, Thomas, Sie werden mir recht geben, unsere Zunft, ich bin ja auch Kunsthistorikerin, unsere Zunft sich darum gedrückt hat, zu definieren, was Kunst ist. Seit etlichen Jahrzehnten, würde ich sagen. Ja, das ist auch das schwierig zu definieren, wo nun die Fotografie, also ich meine, die Fotografie selbst pflegt ihr Image der Dokumentation, der Abbildung. Und dagegen anzugehen, ist nicht ganz so einfach. Nee, das sitzt einfach wahnsinnig fest. Also ich habe am Ende meines Studiums habe ich promoviert über Erwin Blumenfeld und ich habe, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, bis ich meinen Doktorvater so weit hatte, dass der das akzeptiert hat, weil der auch ganz fest der Überzeugung war, dass Fotografie keine Kunst ist. Und ich habe die Doktorarbeit dann nicht fertig geschrieben. Ich habe ihn dann irgendwann mal, ich würde mal sagen, vor 3, 4 Jahren mal wieder getroffen. Dann fasst er in seine Tasche rein, holt ein Buch raus. Das war so ein Alfred Rydlicka-Experte, macht das Buch auf und sagt, hier, sehen Sie mal, das ist eine gute Fotografie, da habe ich Rydlicka fotografiert. So, also das ist genau dieses Dokumentarische, aber ich meine, was halt an Gehirnbindungen nicht da ist, das kriegst du dann auch nicht mehr rein, ne? Also was soll man sagen?
Ich wollte auch noch sagen, zu dem Zusammenhang zwischen dieser Fragestellung und der Auswahl deiner Bilder. Das habe ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen können. Also du hast lauter Bilder ausgesucht und hast hinterher festgestellt, du hast 9 Frauen und einen Mann und hast dann den Mann wieder aussortiert und noch eine weitere Frau hinzugefügt. Ja. Und ich verstehe nicht, wieso sich dann die Frage nach dem weiblichen Blick stellt. Da würde sich doch eher so die Frage stellen, wieso sind jetzt die Arbeiten von Frauen für dich interessanter? Ja, so unterschiedlich sind die Menschen. Für mich hat sich diese Frage gestellt. Ja, aber warum? Also das ist ja dann so, als würdest du die in so eine Schublade stecken und dann sagen, ja, die haben alle was gemeinsam, eben diesen weiblichen Blick. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt, dass der weibliche Blick ihnen gemeinsam ist. Das ist ja auch erkennbar, dass es eine ganz große Bandbreite ist. Das hatte ich ja auch gesagt. Also das ist schwer, das zu sagen, dass es da einen gemeinsamen Blick gibt. Aber die Frage ist, gibt es diesen weiblichen Blick? Ich meine, wenn man sich diese sachlich orientierte Fotografie von Simone Demand oder die auch ziemlich sachliche Fotografie von Marlene Schnelle-Schneider anschaut, beispielsweise, und das vergleicht mit der Fotografie von Sinje Dillenkofer oder Birte Kaufmann, da liegen einfach Welten dazwischen. Das ist, also ich wollte nur wie sollte ich diese Brücke schlagen und sollte sagen, das ist alles der weibliche Blick. Also das würde ich mir auch nicht anmaßen, sondern das war tatsächlich als eine Frage formuliert. Ja, aber weil du auch behauptet hast, du könntest das unterscheiden. Also du würdest das bei jedem Bild erkennen, ob das... Nein, da darf ich dich korrigieren. Ich habe gesagt, ich weiß das nicht mehr. Das ist in der Rückschau natürlich total schwer zu sagen. Aber wenn ich in der Jury drin bin, bin ich mir sicher, dass ich häufig die Bilder von Frauen erkenne. Bei Weitem nicht alle. Und ich habe auch immer gesagt, oder ich habe vorhin gesagt, ich täusche mich natürlich und ich täusche mich auch gerne. Also das ist einfach etwas, was natürlich vorkommt. Aber ich glaube schon, dass man es bei manchen erkennen kann. Bilde ich mir ein. Können wir ja mal, das Spiel könnten wir mal spielen. Ich wollte bemerken, dass ich seit Braun in diesen 3 Jahren ganz, ganz selten so fotografiert habe. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was ich in den folgenden Jahrzehnten gemacht habe. Thomas, hat sich denn die Ausgangsfrage von dir jetzt irgendwie beantworten können? Du hast ja geschrieben, du kannst sie noch nicht beantworten. Vielleicht können wir das gemeinsam im Gespräch. Jetzt haben wir ja gemerkt, dass es wahnsinnig viele Aspekte des Themas gibt, dass es komplexer ist, als einfach nur die Frage nach dem weiblichen Blick zu stellen. Gibt es ein Ergebnis für dich von den letzten 2 Stunden? Dass es sehr viele unterschiedliche Arten gibt, darauf zu schauen, dass sich das jeweils nur am Einzelbild und an dem einzelnen Blick letztendlich formulieren lässt, für mich heute hier. Heißt das, es gibt keinen weiblichen Blick? Das würde ich nicht sagen. Das würde ja behaupten, dass es keinen weiblichen Blick gibt. Ich sage nur, dass man das am... Du meinst als Generellen. Das ist das Generelle. Das ist der weibliche Blick, das ist der männliche Blick. So kann man das verstehen, ja. Ich glaube, solche Verallgemeinerungen... Ich würde auch noch mal etwas sagen, obwohl ich eigentlich meine Hand schon angehoben habe. Das auch nichts. Versteht man mich? Ja, Ingo, wir sind sehr gespannt. Hallo. Erstmal vielen Dank für die Diskussion. Ich hatte dem sehr interessiert irgendwie gefolgt und letztendlich ging es am Ende nachher so ein bisschen irgendwie in verschiedenste Richtungen. Plötzlich tauchte irgendwie die MeToo-Debatte irgendwie auf bei Ute und dann gab es die Anekdoten und unter anderem immer halt auch Fotografie als Kunst, nein oder ja. Ich glaube, ich sage jetzt mal ganz kompetent oder letztendlich irgendwie ganz autoritär, ja, Fotografie ist Kunst und darüber müssen wir letztendlich, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Und Thomas, diese
Kunsthistoriker sterben langsam aus. Das kann ich auch irgendwie beobachten. Deswegen müssen wir uns da in gewisser Weise auch gar keine Sorgen mehr machen, dass da vielleicht was rückfällig irgendwie sein wird. Also insofern interessant. Aber ich glaube, Female Gaze, der ja sozusagen irgendwie halt einfach angesprochen worden ist, denke ich, gibt es. Das würde ich jetzt mal auch behaupten. Und es ist auch wissenschaftlich eben halt Gegenstand vieler Untersuchungen. Und ich meine, es ist vorher diese These von Mulvey irgendwie angesetzt worden. Und wenn man das jetzt nochmal irgendwie nicht auf den Film, sondern auf die Fotografie überträgt und diese drei Standpunkte, in denen wir eigentlich uns irgendwie bewegen, nämlich die eben halt einfach der Künstlerin, also des Individuums, der fotografiert, dann natürlich eben halt des Sujets und am Ende auch natürlich die Frage immer halt des Zuschauers, dann müsste ich natürlich erstmal Ute auch recht geben, denn ich als Zuschauer würde eben halt alle 10 Positionen, 10 Bilder, die ich gesehen habe, zunächst erst einmal nicht unbedingt unter so einem Female Gaze irgendwie subsumieren. Das kann man eventuell am Ende, aber so wie ich Thomas irgendwie verstanden hat, hat eine Auswahl gemacht, ist dann irgendwann über die Bilder plötzlich zu der Tatsache gekommen, dass es 9 Frauen sind und das ehrt ihn sehr und dann hat er einen Mann noch rausgeschmissen, dann sind es jetzt 10 und so blicken wir eigentlich auf die Bilder. Aber keiner dieser Bilder als Einzelbilder, das ist ja auch nochmal relativ irgendwie erschwert, würde ich jetzt sagen, ich behaupte jetzt mal irgendwie unter den Begriff der feministischen Avantgarde irgendwie zählen, so wie Wally Export oder Karen Sneeman oder Hannah Wilkie sich auch bewegt haben. Also keine dieser Bilder nimmt an sich eigentlich solche Thematik auf, aber das zeigt auch irgendwie, man muss es anhand der Sujets auch natürlich beurteilen. Und meine Erfahrung, die ich jetzt am Wochenende bei einem Portfolio-Review in der Gesellschaft für humanistische Fotografie in Berlin erlebt habe, war hochinteressant. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gab eben halt einen Mann, der 80 Porträts gemacht hat. Und zwar eben halt sowohl von Männern als auch von Frauen. Und letztendlich musste man am Ende irgendwie auch gerade eben halt mit meinen Kolleginnen, die dabei waren, eigentlich darüber diskutieren, wie blickt dieser Mann eigentlich auf seine männlichen Modelle und wie blickt er an sich eigentlich auf die weiblichen. Und in gewisser Weise musste man irgendwie feststellen, was ihn selbst auch total irgendwie erstaunt hat, dass er immer eigentlich sehr nah an Frauen herangegangen ist, erstaunlicherweise immer stark halt einfach in den Ausschnitt geschaut hat, vom Porträt her und leicht unter, oder leicht von oben geschaut hat. Das ist mir am Anfang auch nicht so wirklich richtig aufgefallen, aber ich fand es hochinteressant, dass meine Kollegin darauf aufmerksam gemacht hat und in dem Moment hatte man wirklich irgendwie das Gefühl, ja, ich glaube, eine Frau hätte jetzt auch eben halt einfach diese Porträts anders gemacht. Und ich kann es, wenn wir sozusagen Vergleiche herstellen, also nehmen wir jetzt mal Modefotografie, ja, und wir schauen uns jetzt mal die Arbeiten von Richard Avedon an, wie er Frauen fotografiert oder wie er Lingerie fotografiert hat. Und man stellt zum Beispiel dann diese Bilder neben Lillian Bassman, die eben halt auch zeitgenössisch teilweise mit den gleichen Modellen irgendwie gearbeitet hat, dann wird man relativ schnell dazu kommen, der Zugang eben halt einfach der Frau zu dem Modell, zu der Frau, die sie fotografiert, hat einfach eine ganz andere Verbindung, eine andere Nähe. Man merkt auch, dass man relativ schwer halt einfach auch da so eine Begrifflichkeit für findet, aber man konnte diese Kühlnis, dieses coole Etwas, was aber dann permanent sozusagen in seine Bilder irgendwie hineinbrachte, und letztendlich natürlich auch das Objekt, die Frau als Objekt fotografiert hat, das hatte irgendwie, war irgendwie individueller, war irgendwie so, als ob man das Gefühl hatte, Lillian liegt mit den Frauen auf dem Bett und nimmt die Kamera und fotografiert mit so einer Art von Einverständnis, die man auch in den Ausdruck der Gesichter sehen konnte. Also ich glaube,
Wir würden uns wirklich gut daran tun, was Thomas auch vorgeschlagen hat, nämlich wirklich mal so ein Experiment irgendwie zu machen und zu sagen, okay, man würde ähnliche Sujets auswählen, würde sie nebeneinander stellen, würde nicht sagen, ist das von einem Mann und einer Frau irgendwie fotografiert und dann letztendlich darüber diskutieren. Und wie gesagt, diese Diskussion kenne ich ja irgendwie als schwuler Mann in den 80er Jahren auch, wo wir permanent natürlich darüber geredet haben, gibt es irgendwie einen homosexuellen Blick, gibt es einen schwulen Blick, heute heißt es, gibt es einen queeren Blick, Queerness, Genderness, all diese Diskussionen spielen natürlich auch eine gewisse Rolle, wie wir auf Dinge blicken, wie Dinge auf uns blicken und wie wir uns im Grunde genommen eben halt damit arrangieren. Und deswegen würde ich sagen, ja, es gibt dann Female Gaze. Ja, und dann würde ich aber sagen, genauso wichtig ist der Blick oder wer auf die Bilder blickt. Das ist nämlich auch die Frage, ob ein Mann auf die Bilder blickt oder eine Frau auf die Bilder blickt. Das hast genau, du gerade an dem Beispiel auch genannt. Und es gibt nicht, und trotzdem würde ich auch festhalten, dass es immer, also es gibt einen weiblichen Mann, also es muss jetzt nicht ein schwuler Mann sein, sondern es kann auch so ein Mann sein mit einem weiblichen Blick und eine Frau, die sich genau auf eine Perspektive einschießt, die also eher sowas versucht, wie den männlichen Blick zu produzieren. Also, und es geht wirklich darum, den Blick auf die Bilder und die Bilder selbst, also dieses Spiel alleine reicht nicht zu sagen, ja, das ist von einem Fotografen und das ist von einer Fotografin. Ich finde, das spielt nicht, hilft nicht weiter. Ich möchte nochmal auf Loredanas wunderbare Arbeit kommen. Die ist für mich im Grunde Sinnbild dieser Frage. Leider nicht das Bild, was hier gezeigt wurde, sondern eins dieser Männerporträts jetzt, die ihr nur beschrieben habt. Ja, also diese Bilder hinter dieser Membran, hinter dieser Scheibe. Hier die Frau, die sie fotografiert, sie klopft. Also diese Scheibe ist praktisch sowohl das Bild materialisiert, wo sich auf der einen Seite das Bild des Mannes spiegelt oder abbildet und auf der anderen Seite die Kamera dieses Bild nimmt. Und da ist die Scheibe und diese Scheibe ist jetzt übertragen auch das Bild in meinen Augen. Und diese Blicke oder diese Erwartung, die vom Mann, ja, von dieser Frau fotografiert wird und die Fremdheit oder die Position der Fotografin, die ja eine Kamera hat und mit der Kamera und ihrer Position und ihrer Rolle auch den Mann fotografiert, das spiegelt im Grunde, diese Situation ist für mich ja, eigentlich das schönste Beispiel für diese Fragestellung. So. Ich würde furchtbar gerne von den beiden jüngsten Fotografinnen, wenn ich das richtig sehe, von Birte Kaufmann und von Elena Helfrecht gerne nochmal hören, wie Sie das sehen. Also, glaubt ihr das? Ich finde das Thema sehr, sehr spannend und beschäftige mich auch immer noch sehr viel damit. Und wie schon vorhin erwähnt, ja, ich bin halt immer noch der Meinung, es ist nicht die Frage, ob er existiert, sondern wie man ihn definiert. Und ich finde eben tatsächlich, es hängt viel mehr von unserem Sozialgefüge ab und davon, wie wir sozialisiert werden, was unsere Gesellschaft als typisch männlich und typisch weiblich definiert. Das hängt viel eher davon ab als vom biologischen Geschlecht. Und es gibt natürlich immer Ausnahmen in die eine oder die andere Richtung. Und was ich wahnsinnig spannend finde, es gibt ein Experiment aus den 80ern von Erik Erikson, in dem er Kinder, sehr junge Kinder, ich glaube so im Alter von 5 bis 7 Jahren, spielen lässt und Jungs und Mädchen eben beobachtet, wie sie spielen. Und was ihm im Rahmen dieses Experimentes aufgefallen ist, das ist, dass Jungs eher dazu tendieren, hohe Strukturen zu bauen und eben, ja, ich sag mal, architektonische Strukturen zu bauen, die eher
wie soll ich sagen, eine Außenansicht einnehmen und Mädchen wohl scheinbar eher innere Strukturen bauen. Also das heißt eher offene Strukturen mit niedrigen Wänden und da eben eher, ja, wie soll ich sagen, das Innenleben nachspielen und die Jungs eben eher von außen. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Es gibt natürlich auch sehr viel Kritik an dem Experiment, denn es ist natürlich auch eine Frage, gut, diese Kinder wurden bereits sozialisiert, also diese Kinder sind bereits in einem gewissen Umfeld aufgewachsen und das konnte man natürlich auch nicht so genau nachprüfen, was da die Unterschiede sind. Aber also das fand ich doch ja, sehr spannend. Also ich glaube, dass es genrebezogen ist, ob es einen weiblichen Blick gibt oder nicht. In der Modefotografie, wie Ingo das gerade schon angesprochen hat, sehe ich da große Unterschiede. In der Porträtfotografie auch. Jetzt bei meiner Fotografie sehe ich nicht wirklich den weiblichen Blick, sondern eher den empathischen Blick und das Langzeit an einem Thema festhalten. Und ich glaube, dass das sowohl männliche Kollegen schon gemacht haben, wie weibliche Kollegen. Ich würde auch gerne nochmal auf Ingo antworten und seine Definition und einen anderen Definitionsansatz versuchen, der weggeht von männlich und von weiblich, sondern wir gehen jetzt einfach mal auf den Begriff des Begehren. Ja, der ursprüngliche Male Gaze ist ja auch durch Begehren definiert, aber Begehren tun ja alle Geschlechter. Innerhalb einer fotografischen Situation gibt es ja ein erotisches Moment. Das kann von der Person hinter der Kamera ausgehen, das kann von der Person vor der Kamera ausgehen, das kann sich matchen oder nicht. Ja. Ich glaube, das ist möglich in jeder Geschlechterkombination, in jeder Selbstdefinition von Gender und braucht eigentlich nicht das Male und Female davor. Das heißt, wir können reden über Bilder, die entstanden sind aus einer Situation, wo auf einer oder auf beiden Seiten ein Begehren vorhanden war und in Bildsituationen, wo das nicht der Fall ist. Aber das bezieht sich ja nur auf Bilder, bei denen Menschen fotografiert werden. Richtig. Es gibt ja noch ein paar andere Themen. Ja. Und das andere, was wir heute gemerkt haben, ist, dass es Unterschiede gibt natürlich in der Arbeitsweise, Herangehensweise. Es gibt bestimmt Bereiche, die sind für Frauen leichter zu erreichen. Andere sind für Männer leichter zu erreichen. Und dann kann man sich überlegen, gibt es denn Unterschiede in der Thematik? Ja. Aber die Frage am Ende ist das wichtig? Ist es nicht nur einfach sinnvoll, sich bewusst zu werden, wie man selber produziert, wie man selber rezipiert und wegzukommen von diesen Schubladen? Ja, schon. Also wir kennen alle die Serie von Ute und Werner Mahler, und zwar die Mona Lisen der Vorstädte. Und das ist eigentlich ein Paar, das dort eben halt einfach diese Serie zeichnet. Sehr berühmte Serie, kennt jeder die Bilder vor Ort, vor Augen. Und interessanterweise ist diese Arbeit so entstanden, dass eigentlich Ute diejenige war, die einen unmittelbaren Zugang zu den Frauen halt hergestellt hat und Werner eher halt einfach sich um die Technik gekümmert hat. Und der Grund, warum man das in der Form halt einfach irgendwie durchgezogen hat, war, dass sich die Frauen, die fotografiert werden sollten, sich eher halt einfach wirklich der Fotografin geöffnet haben, als jetzt vielleicht ein Mann. Das ist jetzt einfach nur so eine Beschreibung dessen. Das ist noch keine Definition und auch noch nichts anderes. Also nur das, was ich jetzt eben halt letztendlich irgendwie höre. Und ich glaube auch, dass Dörte das Beispiel von Loredana wirklich deswegen auch ganz stark irgendwie hervorgehoben hat, weil ich glaube, dass da auch die Geschlechtersituation eigentlich eine wichtige Rolle gespielt hat, warum so eine Intensität in diesen Porträts halt einfach irgendwie
herübergekommen ist. Ne? Ute, wenn man jetzt zum Beispiel sich die Cowboys anschaut, die du ja auch gepostet hast, ja, dann würde ich da auch fragen, okay, was ist das jetzt auch stark mit einem weiblichen Blick? Wir haben ja zwischenzeitlich immer mal wieder irgendwie korrespondiert und ich sage, komm, also wenn, will ich die jetzt auch mal irgendwie ohne T-Shirt irgendwie sehen, weil da gerade in diesem Zwischenspiel zwischen dieser Tradition der Erotik, die sie sich teilweise ja gar nicht so richtig bewusst sind, wie blickt man da jetzt irgendwie im Prinzip, wie blickt man da drauf? Und ich als Mann hätte die natürlich wahnsinnig provoziert. Ich hätte sie nicht nackt fotografiert, aber irgendwann hätte ich natürlich sie auch aus ihrer Rolle versucht, herauszuholen. Vielleicht hätten sie dann auch sehr aggressiv auf mich reagiert. Wahrscheinlich haben sie auf dich nie aggressiv reagiert. Und da kommen dann irgendwie so Momente irgendwie mit rein, wo Gender schon auch eine Rolle spielt. Ja, das stimmt, aber auch Alter. Also ich habe das selbe Thema schon mal gemacht, als ich jünger war, so mit Mitte 20. Und da hat es überhaupt nicht funktioniert, weil die ständig an mir dran klebten und mich andauernd angegraben haben. Und ich konnte nie ein ordentliches Bild machen, weil die ganze Zeit immer aus jedem Winkel geguckt haben, was ich da mache und versucht haben, jede Chance zu nutzen, um mich anzugraben. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Ich kreuze da auf und werde als ungefährlich wahrgenommen. Und dadurch öffnen die sich mir. Und das empfinde ich als großen Gewinn. Ja, es fällt mir schwer, hier jetzt irgendwie einen Punkt setzen zu müssen. Ich glaube, wir könnten hier noch sehr lange weiter über das Thema reden und wir haben schon in alle Rekorde gebrochen, die diese Gastkuratorinnen-Talk je hatte in der Länge. Ich schlage vor, ich bedanke mich jetzt mal bei allen, die mitgemacht haben, zugeschaut haben und würde dann am Ende noch mal zu Thomas das Wort geben, ob das Gespräch ihn in den Fragen, die ihn umgetrieben haben, weitergebracht hat. Na, auf jeden Fall war der Widerspruch total wichtig. Das ist was ich einfach total gern mag und was mir selber natürlich auch weiterhilft, viel mehr als die Bestätigung oder wenn etwas in eine ähnliche Richtung denkt wie ich selber. Dafür Ute Behrendt und Ingo Taubherrn, ganz herzlichen Dank. Ich hab das für mich noch nicht beantwortet. Nein, die Frage ist für mich ist die Frage noch offen. Es erschöpft sich auch nicht darin, ob es für Frauen einfacher ist, Frauen zu fotografieren oder für Frauen einfacher ist, Männer zu fotografieren oder ob sich Frauen wohler fühlen, wenn sie Männer oder Frauen fotografieren. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach der, was ich als Individuum, und da muss ich halt einfach von mir ausgehen, weil ich niemand anderen kenne, der mit meinen Augen und mit meinem Verstand sehen würde, was ich selber in Bildern sehe und ob ich in diesen Bildern von Frauen einen weiblichen Blick erkennen kann oder nicht. Und da habe ich selber, ich bin da selber für mich noch fertig. Ich vermute mal, das wird mich noch ein paar Jahre lang beschäftigen, ist ja auch okay. Und man muss ja auch, und irgendjemand hat es vorhin sehr schön und klug gesagt, man muss vielleicht auch auf nicht alles eine Antwort kriegen. Also ich bin heute Abend auf jeden Fall auch ohne die für mich finale Antwort zufrieden. Ja, und danke. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an alle, auch an den Satz, Widerspruch ist wichtig. Den kriegt man bei der DFA in Hülle und Fülle. In diesem Sinne schalten Sie wieder ein, wenn wir uns hier online treffen oder dann am 3., 4. Dezember auf der Tagung in Hamburg. Vielen Dank und bis bald. Danke. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Tschüss.